Zarte Schnitzel, würzige Frikadellen und leckeres Geschnetzeltes. All das zählt zu den Klassikern der gutbürgerlichen Küche. Und gibt's mittlerweile auch ganz ohne Fleisch. Ob das schmecken kann, das testen wir heute bei Löffel, Messer, Gäbel. Ja. Mit einem Blick durch die Fertiggerichtsregale vor 10 Jahren, ja, da haben wir schon vieles davon hier in der Sendung gehabt, die guten eingeschweißten Multikammersystemgerichte, Brostbratwürstchen etc. pp. Mhm. Aber immer mehr auf dem Vormarsch sind natürlich heutzutage Gerichte, die dir vorgaukeln, einen fleischlichen Genuss zu erzeugen, aber das Ganze auf vegetarischer oder sogar veganer Basis. Da sagt man natürlich als traditioneller Fleischliebhaber vielleicht gerne mal, kann das schmecken? Das werden wir heute rausfinden. Und an meiner Seite für diesen Test ist jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, Matthias. Moin, moin. Schön, dass du am Start bist. Ja. Für alle, die ihn vielleicht auf dem Sender noch nicht gesehen haben, was aber die allerwenigsten sein dürfen, du bist unser Aufnahmeleiter bei Game 2, aber auch eigentlich im Nebenberuf Tausendsasser. Ja, nebenberuflich unbezahlt, aber... Ja, gut, Leidenschaft kann man ja auch nicht mit klingender Münze aufbieten. Die Arbeit an sich ist ja Bezahlung genug als Tausendsasser. Wenn ihr euch auch bei Game 2 zu diesen Konditionen bewerben wollt, macht das ja gerne an bewerbung@game2. Mal gucken, ob wir jemals antworten.de. So, wir machen jetzt weiter mit einem kurzen Überflug. Was wir hier vorhaben, ist eben eine Verkostung von diversen Produkten, die, das kann man jetzt an dieser Stelle schon sagen, alle auf den ersten Blick dir schon das Gefühl geben wollen, ich bin eigentlich von dem, wie ich zubereitet bin, wie ich aussehe, in der fleischlichen Küche zu Hause. Richtig. Um vielleicht auch einfach den Kauftransfer leicht zu machen von Fleischliebhabern, die dann sagen, gut, dann probiere ich halt mal die Bratwurst, die so aussieht wie eine traditionelle Bratwurst, nur eben Veggie-mäßig ist. Und es gibt viel mehr. Es gibt ja bereits in den Produktgruppen, also reden wir von Klößchen oder von Hack oder von sonst was, so viele Anbieter und so viele Würzvarianten, dass man da schon Einzelsendungen machen könnte. Wir wollen aber heute einfach mal so ein bisschen für alle, die auch komplett neu einsteigen in dieses Programm, inklusive meiner sozusagen, einfach mal gucken, ja, was gibt es denn da einfach und wie weit kann das mit dem Original vielleicht mithalten? Und du hast, wie gesagt, schon einige Erfahrungen gemacht, was solche Produkte angeht. Genau, ich habe vor ein paar Jahren beschlossen, einfach weniger Fleisch zu essen und auch so ein bisschen einfach generell meinen Fleischkonsum runterzufahren und habe dann angefangen, auch mal diese Produkte auszuprobieren. So ein, zwei hiervon habe ich auch schon probiert. Insofern ein paar Sachen weiß ich, wie sie schmecken. Bei ein paar Sachen bin ich auch sehr gespannt, weil ich die mal ausprobieren wollte. Mhm. Genau, aber ich dachte, da können wir mal reinprobieren. Ich finde das auch interessant. Das ist ja, ich beobachte so mit einem Auge den Chat und ich kann mich auch noch erinnern an Gespräche mit Menschen, die zum Veganer wurden. Da gibt es ja dann solche und solche. Und es gibt ja auch immer so Radikalisten. Und ich habe da immer schon so gemerkt, ich glaube, die Motivation, aus der heraus man sich entscheidet, weniger oder gar kein Fleisch mehr zu essen oder möglicherweise auch gar keine tierischen Produkte, wie auch immer, die ist halt total unterschiedlich. Richtig. Und ich habe da immer heiße Diskussionen geführt mit Leuten, die halt sagen, ich mache das für mich selber als eine Art Neuausrichtung meines gesamten Lebens. Da geht es dann nicht, da geht es um alles Mögliche. Für mich selber, um Sachen durchzuziehen, mein Leben komplett umzustellen, etc. pp. Und die haben immer super krass gelästert und gewettert gegen diese Produkte, auf denen halt steht, wie hier, Pulled Pork aus Bio-Soja. Aber es hat halt mit Pulled Pork nichts zu tun, außer dem Namen erstmal. Ja. Dann solle man doch bitte gleich Pulled Pork essen. Und ich dann für mich auch immer dachte, wenn meine Motivation einfach ist, weniger Fleisch zu essen oder gar kein Fleisch mehr aus vielleicht gesundheitlichen Gründen, aus ökologischen Gründen, dann ist das ja eine genauso gute Motivation und vor allem auch ein geiler Nebenweg, wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme jetzt das, was ich eigentlich über Jahrzehnte lang kultiviert und geliebt habe, aber eben in einer Variante, die zumindest dem Tierwohl einen Schritt entgegenkommt. Genau, es ist eine ganz gute Alternative, wenn man dann einfach sich einfach betrachtet, dass für denselben Geschmack das werden wir heute rausfinden, weniger Tiere einfach sterben, dann ist das ja schon eine gute Motivation. Ich habe diese Diskussion, führe ich auch regelmäßig, weil ich auch immer wieder zu hören bekomme, ja, das ist doch Heuchlerei. Wenn du fleischlos essen willst, dann ist doch auch fleischlos, dann ist halt das Gemüse, aber überlass doch den Fleischgeschmack uns Fleischessern, das ist doch irgendwie... Ja, man nimmt ja nichts weg. Eben, man nimmt sich ja nichts weg, deswegen diese Diskussion führt man oft, ist aber auch irgendwie müßig.
Ja, aber auch dann wird es ja schon wieder ein bisschen schwierig, weil das habe ich mal irgendwo in einer Reportage gehört. Da denkst du halt, super, ich tue den Tieren und der gesamten, dem ganzen Ökosystem Welt oder Erde irgendwie einen Gefallen, indem ich jetzt auf Sojaprodukte umsteige. Und dann hörst du direkt, ja, aber da musst du jetzt auch schon wieder auf den Hersteller achten, wo kommt das Soja her? Weil natürlich, weil das ist ein Riesentrend, es ist ein internationaler Trend und damit einhergehenden Erfolg, der natürlich auch nicht nur Idealisten, sondern auch wirtschaftlich denkende Menschen anzieht. Mhm. Ja, wo wird das jetzt zu welchem Preis gerodet? Um Soja anzubauen, was bedeutet das wiederum für die Vorortwirtschaft da und so weiter und so fort. Es ist echt irgendwie schwierig, da so richtig eine Entscheidung zu treffen, die all diese Aspekte ja innehat. Gut, das werden wir mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da heute haben. Ich kenne nämlich genau ein Produkt aus dieser Produktlinie und deswegen gucken wir doch einmal, was wir haben. Also, wir haben hier Pulled Pork. Wir haben vegetarische Klößchen, die kenne ich. Die finde ich schon mal lecker, Spoilerwarnung. Ja. Wir haben hier vegane Mühlennuggets, steht nicht mehr Chicken drauf. Ich glaube, früher haben die auch sogar mal draufgeschrieben, vegane Chicken Nuggets, um so für die ganz Dummen. Aber die Form selbstverständlich und das Wort Nuggets, das ist natürlich schon ein eigener Begriff, der mit Chicken einfach verbunden ist. Genau, das reicht ja eigentlich schon, um es klar zu machen. Ja, hier ein krosses Schnitzel nach Hähnchenart. Das ist nochmal auch super interessant. Dann kommen wir hier zum Geschnetzelten. Und das Geschnetzelte, so viel kann ich schon mal sagen, das sieht fast genauso aus wie das Pulled Pork. Und jeder, der schon mal Geschnetzeltes und Pulled Pork gegessen hat, wird sagen, das ist aber verdächtig. Nur mal so als, als kleinen Hinweis. Schauen wir mal. Jetzt wird's richtig spannend. Gehacktes. Seitanhack. Ja. Grüngold. Proteinquelle. Ja, also schauen wir mal. Hackfleisch gibt es natürlich auch. Wir haben hier auch das Incredible Hack als Alternative. Das sieht auch schon hackiger aus, ne? Das könnte jetzt hier auch so ein bisschen so, ich bring mir mal hier so Couscous mit. Ja, das sieht wirklich mehr nach Couscous aus als nach Hack. Oh, das Hack sieht echt nach Hack aus. Also, mal gucken. Wir gucken da ja auch mal auf die Zutatenliste. Mhm. Wir haben hier ein Steak, da ist halt langsam richtig absurd. Also Veggie Steak, wo also die Grillkufen sozusagen schon mit reingepresst wurden. Ja, vielleicht steht nur Steak drauf, vielleicht ist aber auch Steakgeschmack drin. Und dann hier noch so ein gefülltes Schnitzel. Balles-Schnitzel, genau. Ja, mit Käse, ohne Schinken. Es gibt aber auch vegane. Es gibt sogar Cordon Bleu, ja. Das ist echt geil. Und hier haben wir noch was ganz Spezielles. Genau, als letztes hat uns die liebe Nasti noch von zu Hause aus ihrem privaten Vorrat zwei Beyond-Sausages-Würstchen mitgebracht. Weil es die nicht so einfach zu kaufen gibt. Die konnten wir nicht einfach im Supermarkt holen. Und Nasti hatte Gott sei Dank noch welche. Deswegen haben wir die auch noch am Start. Vielen Dank, liebe Nasti, dass du uns die gespendet hast. Genau. So, wir mauscheln uns da jetzt einfach mal durch. Hast du etwas, womit du gerne anfangen wollen würdest? Du bist der Gast. Du hast die Wahl. Also, wir können ja mit dem Schnitzel anfangen. Ich meine, das ist so ein Klassiker zum Reinkommen. Ich glaube, das ist auch recht einfach. Da macht man nicht viel mit falsch. Das werden wir jetzt gleich gemeinsam rausfinden. Toi. Also, wir starten mit Vivera Vegan krosse Schnitzel nach Hähnchenart. Okay, ich guck mal einmal kurz natürlich in der mir eigenen wissenschaftlichen Strebsamkeit vorgegartes veganes Schnitzel. 57% Soja und Weizenprotein mit Hähnchengeschmack in Cornflakes-Panade. Dem Produkt wurden Eisen und Vitamin B12 hinzugefügt. Alles klar. Und wie soll es gemacht werden? Circa 6 Minuten halbe Hitze. Ich sage, das ist halbe Hitze. Der Handtest 10 cm plus Oberfläche sagt heiß bis mittelheiß. Die Pfannen dampfen sich schon richtig schön einweg hier. Ich mache ein bisschen weniger. Die guten alten. Das ist auch einfach, das ist Equipment, mit dem kann man arbeiten. Da ist mein Opa schon mit auf dem Campingplatz gewesen. Und die sind heute noch gut. Was und damals die Pfannen gut war, ganz genauso. Was damals gut war, kann heute ja nicht schlecht sein. So, ne? Das ist auch ein Motto, das Geld fürs Leben. Ne? So, wir haben ja auch Rapsöl. Ich hasse Rapsöl. Zum Braten, aber gut, ist egal. Was ist es denn deine Ölwahl? Also es kommt darauf an, wenn du es nicht verfälscht haben willst oder so. Ich nehme, also Rapsöl hat ja schon einen gewissen Geschmack, hat ja einen stärkeren Geschmack aus meiner Sicht als zum Beispiel Sonnenblumenöl oder so. Ja. Und das ist für mich schon so ein Standardöl, wenn es einfach darum geht, etwas neutral anzubraten. Olivenöl ist ja auch super stark in eine bestimmte Richtung gehend und so. Also wenn ich jetzt einen Schnitzel braten würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie eine Mischung aus Butterschmalz und Öl nehmen oder so. Oder vielleicht auch nur Butterschmalz, aber auch Butterschmalz mag nicht jeder. So, ja, egal, diese Pfannen sind super heiß. Ich freue mich schon, wenn der Detektor gleich auslöst. So, wir haben ein bisschen Öl dazu getan. Bei so Panadeprodukten ist es ja auch mal wichtig, relativ großzügig mit dem Fett zu sein, damit es nicht so anknurpselt, sondern die Fettschaumkronen, Blasen und Wellen so richtig schön das Ganze umspülen und so ein gleichmäßiges Bräunungsbild geben. Du weißt genau, wovon ich weiß komplett, wovon du redest. So. Gleichmäßigkeit ist da sehr wichtig. Guck dir das mal an. Das sieht auf jeden Fall gut. Es wurde nie aus einem Tier geschnitten. Deswegen konnten sie formtechnisch jetzt auch sagen, wir bauen Australien nach. Das war doch vorbereitet. Okay. So, hier wird schon richtig. Oh Mann, die werden aber jetzt heiß, die Pfannen. Geht ab.
Gut, legen wir den. Wollen wir parallel direkt was anderes braten? Zum Beispiel das Valais-Gouda-Schnitzel. Das Valais-Gouda-Schnitzel, ja. Sehr gerne. Richtig mit Käsefüllung. Hier sieht man aber auch schon, ich finde, also kannst du ja auch mal nachschauen, was drin ist. Genau. Ich finde, bei denen sieht man aber auch direkt, dass sie, die haben immer die gleiche Form. Ich glaube, die von Vivera, die gucken schon immer, dass es so ein bisschen natürliche Wölbungen hat. Die von natürlich, was auch immer die natürliche Wölbung ist. Ja, eben, genau, ne? So, ich glaube aber ein bisschen zufällig Form. Die von Valais sehen immer gleich aus, die haben immer diese Form. Da habe ich noch nie gegessen. Also ich kenne die auch vom Sehen und sonst was. Bei mir ist es halt immer so, ich gehe durch den Supermarkt, bin kurz getriggert, aber zwei Regale weiter ist dann die Fleischvariante. Und dann sage ich, also dann morgen hole ich mir Fleisch. Ich gehe mal mit dem Finger rein, das brät sich ja eh weg, ne? Der Abrieb. Hitze tötet ab. So, kannst du mal kurz sagen, wahrscheinlich auch mittlere Hitze. Genau, mittlere Hitze, 5 Minuten, glaube ich. Was haben wir? Das riecht plötzlich nach Fisch. Etwas Sonnenblumenöl in einer Pfanne, 4 Minuten goldbraun. So, gut, hoffen wir, dass das Rapsöl jetzt nicht total verfälscht. Ich hab's ja gesagt, ne? Der Raps-Disclaimer. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Also, das Valais kennst du schon, ne? Genau, das Valais kenn ich. Gegessen? Das esse ich halbwegs regelmäßig. Das schmeckt mir auch eigentlich ganz gut. Ja, ich bin total gespannt. Na, guck mal das mal an. Da geht's schon los. Geht, ne? Ist ein bisschen außen angedickt. Es hätte noch ein bisschen mehr Basisspülung drin sein können, aber ist okay. So, den lassen wir noch mal ein bisschen. Also letztendlich, was ich mir ehrlich gesagt erwarte. Heute erwarte ich komplette Abwesenheit von Captain Knorpel und Sergeant Schwabbel. Richtig. Alles, was im Tier auf natürliche Art und Weise und je nach Fleisch vorkommen kann und damit auch im Endprodukt zu finden ist, sollte ja hier weg sein. Eigentlich schon. Also ich erwarte ein sehr geschmeidiges Kaugefühl, ohne irgendwas, ohne so Störfaktoren. Ich weiß nicht, ist da manchmal so Schale oder sowas vielleicht noch drin? Oder? Also nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Das ist ja auch alles irgendwie gepresst, gerade diese Sojakram. Also ich meine, das ist quasi wie Pressfleisch im Zweifel. Ja. Gerade bei den Nuggets irgendwie, wenn ich mir überlege, bei McDonald's, wenn du da die Chicken Nuggets holst, das ist ja auch irgendwie nur Pressfleisch. Das ist jetzt kein großer Unterschied. Ja, Knorpel wird es da nicht geben. Aber ja, in der Tat, die Pfanne war ein bisschen heiß, glaube ich. Das war ja, aber was soll ich denn machen? Sehr fix. Ja, das ist eine Pfanne, die hat 1-5, ja? Und ich habe es auf 3. Das ist ein bisschen über Medium. Sollte man meinen. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ja, das ist ja... Also müssen wir sie erstmal warm braten. Ja, guck mal. Hat aber direkt was gebracht. Jetzt dauert es 1000 Stunden. Der Schritt von 2 auf 2,5. Es kann doch nicht entscheiden über, wir schaffen es noch bis zum Mond oder wir bleiben auf der Erde. Das ist doch, oh Gott, Pfannen, ey. So, hier ist jetzt ein bisschen das Problem. Das kennt man ja auch, wenn man Cordon Bleu macht. Wenn du da was füllst, dann ist es ja gerne mal, dass eine Seite flach ist und die andere hat so eine schöne Kuppelwölbung. Also wie so ein Spiegelei Sunnyside Up. So. Das Problem ist, wenn du es dann drehst auf die Kuppelwölbung, dass das Fett natürlich nicht komplette Chancen hat, Bereiche, die unterhalb bzw. auf dem Kopf stehend oberhalb der Kuppel liegen, zu erreichen. Das bedeutet, man muss sehr großzügig sein mit dem Fett. Oder es ist einem scheißegal. Weil das hasse ich dann immer, wenn du dann noch so Blassmichelpanade hast. Ja, das stimmt schon. Die ist zwar lange in der Pfanne, aber es sieht so ein bisschen so unseriös aus. Aber man kann es doch einfach, ich mache dann eher ein bisschen niedrigere Hitze und lasse es dafür dann länger. Ja. Dann, und bei den Fleischersatzprodukten, ich meine, da kannst du ja auch immer ein bisschen drauf drücken und noch ein bisschen formen. Da ist jetzt nicht irgendwie, dass irgendwas rausquetscht an den Seiten. Ja, gut, beim Cordon Bleu weiß man es natürlich jetzt nicht. Ja, ne? Gut, das stimmt. Könnte man die eigentlich auch alle kalt genießen? Also genießen ist ja sowieso jetzt erstmal noch festzustellen. Würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich weiß, die vegetarischen Klößchen, die esse ich auch ganz gerne mal kalt. Die kann man gut essen. Mhm. Ich hatte mir mal so vegetarische Nuggets geholt, dachte auch so, die kann man bestimmt irgendwie kalt verschnabulieren und merkte direkt so, okay, das ist, war ein Fehler. Also so für diese Schnitzel würde ich jetzt nicht kalt empfehlen. Genau. Kollege Michael Reinke, der ist nämlich jemand, der sitzt, liebt gerne an seinem Arbeitsplatz. In der einen Hand einen Bottich Frischkäse. Richtig. In der anderen Hand diese Klößchen und dippt sich da so durch. Aber die habe ich auch schon gerne gemacht, zum Beispiel mit, finde ich sehr geil, mit einer bestimmten Pesto, die ich total gerne mag. Brat erst die Dinger an, dann Pesto dazu und dann die gekochten Nudeln rein und das alles nochmal ganz kurz anbraten. Das klingt sehr lecker. Das ist so, ja. Boah, ich krieg direkt Bock auf so ein... Oh. Gut, ich bin auch hungrig ins Studio gekommen. Du hoffentlich auch. Beste Voraussetzung, auf jeden Fall. So. Extra nicht gefrühstückt. Also ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, da drin, ich sag jetzt, das ist gut durch, oder? Zumindest hier der. Doch, das sieht gut aus. Das waren noch 5 Minuten auch. Das sieht ja, guck mal, das sieht doch jetzt von der anderen Seite. Braun. Schaut euch das mal an, das sieht doch deutlich seriöser aus. Wenn ich, also es kommt drauf an, wie würdest du jetzt eigentlich das anbieten, wenn du einen Gast hättest? Lieber mit dieser Seite, weil sie für dich attraktiver aussieht? Oder vielleicht eher mit der Seite, weil es noch attraktiver aussieht? Ich würde die gleichmäßige braune Seite, glaube ich, nach oben legen. Ich auch. Also wenn ich Gäste hätte, schon. Ja. Mir persönlich wäre es vielleicht egal. Ja, bei mir geht's ja, also ich habe es ja selber verbrochen. Insofern weiß ich ja, wie es auf beiden Seiten aussieht. Mhm. Okay. Der erste kommt aus der Pfanne raus.
den zweiten. Gehen wir noch ganz kurz nach dem Brutzel. Das ist jetzt so niedrig hier. Bin ich mal gespannt. So. Fahr einfach mal in der Mitte durch. Panade schneidet sich so, wie sie sollte. Und jetzt gucken wir da mal rein. Also, was wir hier haben, wie gesagt, es ist ein krosses Hähnchen, ein Schnitzel nach Hähnchenart. Das sieht auch aus wie ein krosses Schnitzel nach Hähnchenart. Ne? So ein typisches, nicht gewachsen, sondern gepresst Fleisch. Mhm. Könnte jetzt auch so eine Captain Iglo Fischfrikadelle sein. Das wird man erst rausfinden, wenn man reinbeißt. Aber es sieht manierlich aus. So, ich lasse die mal einmal hier so liegen. Die teile ich uns mal durch, dass wir beide möglichst viel Crosskante haben. Schöne Knusperpanade. Mhm. Und hier ist dein Tellerchen. Ein Traum, vielen Dank. Jetzt kommt dein Gäbelchen und dein Messerchen. Auch dies. Und ein gutes Appetitchen. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Hm. Also der Biss ist schon geil. Mhm. Schön kross, natürlich fett gesogen die Panade. Die extra Kalorien muss man natürlich verbuchen und auch wollen. Ich nehme mal in der Zeit hier ihn hier raus. So ein bisschen Curry-Geschmack drin, finde ich. Curry? Mhm. Ich finde ganz leicht auch Curry-Gewürz. Das kann aber auch in der Panade schmecken oder stecken. Ja, das wird in der Panade stecken, denke ich. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt kein asiatisches Curry-Gericht, das meine ich nicht. Aber so ein Hauch von Curry meine ich rauszuschmecken. Mhm. Das schmeckt nicht schlecht. Es hat einen schönen crispigen Biss. Mhm. Das ist ja auch perfekt gebraten. Muss man erstmal hinkriegen. Mhm. Es hat diesen bisschen leicht typischen Sojageschmack, würde ich mal sagen. Aber dezent. Sehr dezent, ja. Ich glaube, wenn man die jetzt einfach hier auslegen würde, und hier bitte bedient euch mäßig ohne eine Info, würden 9 von 10 Leuten nicht auf die Idee kommen, dass es sich dabei nicht um... Ich denke, bei den meisten Dingen muss man auch einfach berücksichtigen, man isst ja selten diese Sachen wirklich für sich alleine, so wie wir es jetzt testen. In der Regel hast du es ja mit noch Gemüse dabei oder vielleicht sogar Soße. Und da ist dann so ein leichter Sojageschmack im Hintergrund sehr schnell überdeckt. Mhm. Und gerade beim Schnitzel hängt natürlich auch viel an der Panade. Insofern hier mit dem Knusper, das ist... das war lecker. Das ist richtig lecker. Also du bist auch... ich bin auch Pro. Kannst du erst, hast du noch nie gegessen vorher? Das habe ich noch nicht gegessen, nee. Aber das ist so diese... Ich fand bei den Schnitzeln, ich habe da 1, 2, 3 Sorten ausprobiert. Mhm. Habe ich bis jetzt noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Okay. Weil die, glaube ich, auch ziemlich einfach sind. Da ist auch viel in der Panade einfach vom Geschmack drin. Und hier auch wieder. Das ist echt sehr lecker. Kannst du auch einen Burger machen, ein bisschen Käse drauf, ein bisschen Curry-Cocktail. Also, egal. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Damit kommen wir direkt zum zweiten Probanden. Dem mit Milner Gouda. Milner Gouda? I don't know. Soll wohl super geil sein. Richtig. Das ist jetzt allerdings auch ein, das basiert nicht auf Soja, sondern das ist auf einer Milchbasis. Mhm. Und auch hier sieht man, würde ich jetzt mal sagen, das Fleischbild ist so ähnlich pressfleischmäßig nachempfunden. Ist ein bisschen schwer. Aber ihr seht da drin diesen gelben Schlitz, der sich leicht vom weißen Fleischimitat abhebt. Ich bin gespannt, ob das geschmacklich gleich auch durchkommt. Mhm. Oder nicht. Aber es sieht auch gut aus. Also sagen wir mal so, wenn es darum geht, irgendwie zumindest so ein Lookalike zu erzeugen, dann sind die schon ganz gut dabei. So, ich mache auch hier wieder die. Ich gebe das hier mal so rüber hier, ne? Ja, ja, schmeckt. Der ist ja nicht so gabelfies hier. So. Musst du spülen? Ich nicht. Nö, ich denke nicht. Geil. Oh, schön, guck mal hier. Guck mal, wie der Käseäumel da rechts raus schon ballert. Das ist ja auch. Also Cordon Bleu richtig zu schneiden, ja, dass es nicht zu einem Quellgericht wird. Das ist auch eine hohe Kunst. Also ein scharfes Messer. Nicht so viel wackeln. So, jetzt, ja. Ich weiß, das Motiv im Hintergrund will immer scharf gestellt werden, ne? Haha, hallo Freunde. Aber hier, ne, guck mal, der kleine Käsegnäumel dringt so ein bisschen raus. So, genug scharf gestellt, das wird probiert. Mhm. Mhm. Erster Geschmack ist Käse. Ja, letztendlich ist ja auch alles Milch, ne? Dadurch, dass das der Fleischersatz ja auch aus Milch gemacht ist, da drin dann noch diese Käse, ist das natürlich alles sehr nah beieinander. So, jetzt im Direktvergleich muss ich aber doch sagen, dass mir das erste wesentlich besser schmeckt. Ich bin gerade begeistert, dass mir überhaupt beide gut schmecken. Ja, gut. Das ist schon. Muss man halt Prioritäten, ne? Also, worum geht's? Mhm. Die Erwartungshaltung war bei mir dann vielleicht ein bisschen höher. Also, ich würde sagen, die Bereiche,
die das Glück haben, im Mundbiss gemeinsam mit Käse vermarschelt zu werden, die gewinnen deutlich mehr. Wenn du an die Ränder kommst und so ein käsefreies Stück hast und dann nur das normale, dann ist das relativ belanglos, der Geschmack, ne? Ja, mein zweiter Happen war jetzt auch wesentlich besser, da war mehr Käse dabei. Man schmeckt schon den Käse-Eigengeschmack da sehr gut durch. Es ergänzt sich ganz gut. Wollen wir noch mal, ich muss noch mal einmal nachkosten. Kräftig. Aber ich will mich jetzt nicht schon, willst du auch noch mal? Nee, nimm ruhig. So, das muss ich noch mal verifizieren. Jetzt einmal, ich versuche jetzt bewusst, die Käseinsel im Inneren zu umschneiden. Also schmeckt total unaufdringlich. Schmeckt es nicht schlecht. Aber das wäre so ein bisschen, ja, das ist eine Hähnchenschnitzel. Okay, Frau Bäckerin. Ja, das ist eine Kinderfrischfrikadelle. Ja, okay, soll wohl so sein. Also kann jetzt alles Mögliche sein. Von der Knurpseltextur finde ich es angenehm. Genau, Panade ist gut. Ich finde auch, da geht es ein bisschen mehr um die Textur als um den Geschmack. Ja. Also ich merke jetzt auch im Nachhinein, ich habe jetzt nur den Käsegeschmack im Mund. Mhm. So von der Textur ist das alles cool. Wenn es auf dem Brötchen liegt mit anderem Belag, ist das alles gut. Dann geht das als Schnitzel durch. Mhm. Geschmackstechnisch bleibt jetzt wesentlich mehr Käse übrig als alles andere. Mhm. Aber finde ich beides gut. Also ich muss jetzt sagen, das wären für mich jetzt schon Alternativen. Aber, jetzt sagst du natürlich zu Recht, Colin, Moment. Bei dir ist der Preis doch auch immer mit. Das Portemonnaie hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Da habt ihr vollkommen recht. Und deswegen gehe ich jetzt mal kritisch, wie ich bin, zur Tafel. Stopp, um die Zeit möglichst gut zu nutzen. Komm, hier ist ein bisschen Panade-Rückstand drin. Ich habe aber keine Lust jetzt. Ach komm, doch. Also wir haben noch eine dritte Pfanne. Ja, ich reibe die durch, mal eben kurz aus. Aber also das Problem ist ja, wenn so Panade erstmal brennt, ne, dann. Ja, dann hat man diese. Ja. Dann schmeckt es einfach nicht mehr. Dann schmeckt es einfach schwarzen verbrutzelt. Knuspelscheiße. Ja, ich mache das hier mal, dass ihr es nicht sehen müsst. Und auch sollte es jetzt hier zur Tragödie kommen, die Versicherung schwerlich nachweisen kann, dass ich hier fahrlässig gehandelt habe. Weil wir es einfach nicht im Bild haben. Wir gucken gerade einfach alle weg. Genau. Das kriegt keiner mit. So. Was sagt denn der Chat derweil? Gibt es schon interessante Meinungen dazu, die uns als Untergang des Abendlandes oder als, jawohl, Sie haben ja vollkommen recht. Ja, soweit ich das verfolgen kann, wird da viel diskutiert zwischen, ja, nee, das ist doch alles Chemie. Und dann wird wieder zurückgeworfen, ja, aber Fleisch hat ja auch ganz viel Antibiotika, ist ja jetzt auch nicht mehr so natürlich. Oh ja, und, das sind wir auch, ja. So eine einhellige Meinung kann ich da jetzt gerade noch nicht rauslesen. Okay, dann wollen wir das erstmal kurz gucken mit auch einem Blick auf die Zusatzstoffe, was wir da jetzt denn eigentlich haben und was das Ganze natürlich kostet, während ich hier nochmal ein bisschen mit dem Rapsöl nachhelfe, was ich aber jetzt tatsächlich auch nicht so stark rausgeschmeckt habe. Nö, das ist ganz gut weggegangen. Wollen wir vielleicht mal Geschnetzeltes gegen Pulled Pork antreten lassen? Ja, lass uns das doch ausprobieren. Wunderbar, also das war Balles. Also nochmal zur Erinnerung. Das hier wird als Pulled Pork angeboten. Licht, so, ja, danke schön. So, es ist erkennbar. Also ich sag mal, man braucht ein bisschen Fantasie, um zu sagen, dass das wie Pulled Pork aussieht. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, das ist leckeres Hähnchen, Gyros, Paprika gewürzt, würde ich es eher glauben. Und das Gleiche gilt natürlich dann für das vegane Mühlengeschnetzel. Genau. Schauen wir mal an. Guck mal, das sieht noch ein bisschen neutraler gewürzt aus. Also bewusst irgendwie weniger auf Paprika oder so gegangen. Aber so von der Fetzigkeit, von der Stückigkeit geht das alles so das als geschnetzeltes durch. Ja. Gut, also linke Pfanne kommt das vegane Mühlengeschnetzelte rein. Der erste Geruch war so ein bisschen Madame Muffotter muss ihre Höhle mal wieder ausräumen, aber jetzt geht's. Aber hier mach doch mal Schnupperinchen, du. Ja, dieser Duft, ich weiß auch nicht, ich hatte letztens irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war, habe ich mir auch Hähnchenfilets geholt. Die habe ich aufgemacht und der erste Gedanke war, okay, die sind irgendwie abgelaufen. Mhm. Weil die hatten auch so diesen leicht schleimigen Film drauf, was du bei Fleisch halt, wenn du Fleisch kaufst und schleimigen Film drauf hast, dann schmeißt es weg. Mhm. Aber das war halt drauf und es roch komisch. Ich dachte so, ob das nicht doch abgelaufen ist. Hab's dann durchgebraten und dann hat's aber doch nach Hähnchen geschmeckt. Also es muss anscheinend so sein, aber im Rohzustand. Und das hier hat auch wieder diesen leicht säuerlichen Geruch dahinter. Ja, und jetzt stell dir mal vor, bevor du schnupperst, du schnupperst an einer Tüte Chips. Paprikageruch, Geschmack. Nachvollziehbar? Schön so. Ja, Chipsletten mit einer schönen Paprikaschicht. So die kleinen Krummbiegel, die es heute nicht mehr gibt, weil ja Pringles, die Penner, den gesamten Markt kaputt gemacht haben. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, diese Paprika riecht man auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall.
Ja. So, noch mal schauen. Hier steht wahrscheinlich, dass das gleich den Problem. Aber es hat doch diesen, ich weiß nicht, ich möchte es als matschigen Geruch bezeichnen. Oh. Ja, aber ich weiß, so ein bisschen frisch aus dem Garten gezogen und nicht gewaschen. Richtig, ne? Richtig. Ja. So, die, ja, Pulled Pork bin ich auch wirklich gespannt. Ja, ja, total. Also jetzt, okay, packen wir es mal rein. Auch hier gilt mittlere Hitze. Wir haben mittlere Hitze. Ich guck mal kurz, ob es den Knopfsel, Brandtest. Mittlere. Hört man was? Ja, jetzt könnte man ein bisschen mehr zischen und ballern. Komm, machen wir mal bei der anderen Pfanne, weil die Platten natürlich gerne, aber sicherlich nicht gleich. Okay. Da hört man ich mach so ein. Was hörst du? Hörst du? Das ist draußen ein Auto. Ganz dezent, ja, das höre ich auch, aber. Na gut, vielleicht auch nicht. Also, das ist also, du könntest auch Wasseradern aufspüren, würde ich mal sagen, mit dieser Sensibilität. Also, wurde mir schon mal nachgesagt. Soll ich schon mal anfangen aufzuschreiben? Ja, du hast bestimmt eine tolle Handschrift. Ich kann ganz dir schreckliche, kurz. Aber. Also, was wir gerade genossen haben, wir fangen chronologisch natürlich an, war Schnitzel, Hähnchenschnitzel. Nennen wir einfach Hähnchenschnitzel. Oh Gott. Eiweißreich, meine Fresse. Ja. Hier ist schon ein bisschen, Blubberblasen, Blasen bilden sich, aber es ist noch nicht. Ah, jetzt höre ich was. Jetzt hört man was. Von Vivera, ja. Von Vivera. So, und der Boy hat einen Inhalt von, ich muss mal eben kurz die Rechnung aufmachen, 200 Gramm Füllgewicht, also zwei Hähnchendinger, wahrscheinlich 100 Gramm. Das bedeutet 200, und der Preis dafür war. €2,49 im 200er. Ja, Moment. 2,49 durch 2. Ja, genau. Sind 1,24. Was? 2,49 also, ja, durch 2 sind 1,25. Wir runden hier natürlich auf. Dann ist es 1,25 pro Schnitzel. So. Was hattest du dir denn bei Info gewünscht? Dass wir einmal kurz aufschreiben, was das eigentlich für ein Grundprodukt war. Und ach so, okay. Es ist grundsätzlich ein. Lies es doch mal kurz selber ab, wenn ich hier die nächste. Was haben wir denn? Uah, es krümelt. Soja und Weizenprotein. So, jetzt gibt es auch Zeit, hier ein bisschen nachzuballern. Das Hähnchengeschnetzel, das will noch nicht so richtig. Also die Pfanne ziert sich noch. Beide sind auf 3 eingestellt. Vielen Dank nochmal an die Hersteller von Tarrington House. Ja, ich glaube, Grüße gehen raus. Ich sehe schon, wie Leute von Tarrington House da jetzt sitzen und. I fucking loved it. Ich habe noch nie. Hast du schon mal von Tarrington House gehört? Nee. Das klingt never. So wie irgendein Discounter hat einmalig Herdplatten im Programm. Und bevor da drauf steht XY, Tarrington House klingt super. Das klingt wie so eine englische Traditionsmarke. Statten auch sie ihr edles Landhaus mit den feinsten Waren von Tarrington House aus. Ihre Gäste werden begeistert sein. So klingt das, ne? So ein bisschen nach. Was? Du hast kein Tarrington House? Also, ich habe mir ja was ganz Tolles gegönnt. Miele! Die, boah! Die Doppelkochplatte von Tarrington House, der neueste Schrank. Die soll ja gut sein. Die im weißen Schick mit Drehmanipulator für die Hitze. Drehmanipulator ist ein sehr guter Scheinbegriff für Knöpfe. ist ja auch getrademarkt von mir, ne? Drehmanipulator. Drehmanipulator, ja. Hast du gerade den Preis vom Valais? Ja, 1,66 auf 100 Gramm. 1,66, ach guck mal. Ja, weil da sind nämlich nur 180 Gramm drin. Und damit ist der Preis ein wenig teurer. Auf Milchbasis, ne? Also das hier, ja. Muss ich sagen, das Mühlenhack vegan, wenn wir vielleicht mal kurz in die Pfanne reingehen wollen. Es hat erstmal so eine leichte Anmutung von hellem Thunfisch. Und es sieht so ein bisschen aus, als ob man sich wirklich lecker braten muss. Wollen wir vielleicht die Zeit nutzen, die nächsten Produkte auch gleich? Wir können das direkt weiter, genau. So, dann haben wir einmal das veganes Mühlen- oder geschnetzeltes Hähnchen. Machen geschnetzeltes so. Hähnchen. Von Rügenwalder. Geschnetzeltes. Das muss ich echt lecker braten. Pulled Pork sieht schon, ach guck mal, ja, das eine Stück, was den Pfannentest gemacht hat. Wie schön das hier schon, das hat eine richtige Knusperkante hier schon. Aber das ist so ein, jetzt muss ich selber hier das Fleisch noch auseinanderfrömmeln. Ich will mir ein bisschen in der Schule an die Tafel schreiben. Und die ist noch zu klein hier, also, aber gut. Ja, das verstehe ich. Aber das gehört ja, ist ja Teil der Erniedrigung Schule. Ja, genau. Ne?
Matthias, Sie haben die Hausarbeiten vergessen, ist doch gar kein Problem. Kommen Sie doch einfach an die Tafel, dann lösen wir sie gemeinsam. Genau, einmal für alle zusammen. Ja, so, jetzt hatten wir, das andere war, du kannst Pulled Pork. Genau, das war Pulled Pork von Like Meat. Und preislich waren wir hier, habe ich fotografiert, deswegen so ein bisschen, wow. Ein bisschen was, du hast fotografiert und mir geschickt. Valles Gouda hatten wir. Moment, halt, stopp. Nochmal. Halt, stopp. Ihr kommt doch jetzt schon wieder durcheinander hier. Geht's da schon wieder los? Können wir nicht mal kurz Werbung? Ach, können wir noch nicht. Scheiße. Was denn? Also, nochmal ganz kurz durcheinander kommt. Da habe ich das gekauft. Das hast du gekauft? Das habe ich gekauft. Und das ist. Oh, das passt aber perfekt. Das ist nämlich. Also die Zahl stimmt. Du kannst einfach übernehmen. 1,66 für das geschnetzelte Hähnchen. Ich habe die Zahl ein bisschen groß geschrieben, aber das müsste man noch erkennen können. Sind nämlich 180 Gramm drin. Ich wäre fast durcheinander gekommen. Und das Dingsterbums-Hähnchen-Schnitzel, das hatten wir eben. So, das Pulled Pork hast du gekauft. Richtig. Und das Pulled Pork kostet 2,99 auf 160. Oh, jetzt wird es natürlich teuer. Ich mache mal eben die Rechnung. Das Pulled Pork, 2,99 habe ich gesagt, ne? Mhm, 2,99. 2,99 geteilt durch 160. 160 mal 100, 1,87. Ui. Ja. Ich habe keine Lust hier, wenn ich jetzt eine Gabel hätte, die ich habe, aber ich habe es, vergesst es einfach, ich habe eine Gabel, ich habe aber keine Lust, sie zu benutzen, das ist die traurige Wahrheit. So, wir machen, das ist doch scheiße, jetzt erfanden wir doch wieder. Mann. Ist natürlich hier gefährlich. So, das werden die einfach mal Stück für Stück umgelegt. Aber die haben, guck mal, die kriegen ein schönes Knusperbratbild. Ist eigentlich schon ein bisschen gut durch. Also wenn man das jetzt für Salat nutzen würde, würde ich sagen, lecker weiter so. Zum Puressen auch. Wenn das jetzt vielleicht für ein geschnetzeltes irgendwie herhalten soll, also in einer Soße, dann wäre es ein bisschen zu gut durch. Ist da gerade ein Stück rausgeflogen? Da ist gerade flöten gegangen. Ey, wenn mir was ins Auge spritzt. Rügenwalder, ey. Captain Ahab kommt bei euch vor. Ach nee, dem fehlte nur ein Arm, ne? Ein Bein. Ein Bein fehlt. Ein Auge. Egal, ich bin Captain Ahabs Sohn. Nennt mich Ishmael. Ja, genau. Guck mal, das sieht gut aus. Sieht ganz gut aus. Hinterher sieht es auch immer noch wesentlich mehr nach dem aus, was es sein soll, als vorher. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss, um hier eine präzise Aussage treffen zu können, muss man ja eigentlich auch mal pur probieren, oder? Ja. Probier das jetzt mal. Das sieht nämlich, ich gebe zu, das sieht echt unattraktiv aus, ne? Schaut euch das mal an, das ist so ein schleimiger Fettfilm irgendwie drumherum. Also sieht nicht roh gut aus. Aber ich gebe auch zu, dass ein Kotelett sieht roh jetzt auch nicht unbedingt gut aus. Also für mich zumindest. Boah, ja, stimmt. Das würde ich auch nicht roh essen, sagen wir so. Ja, das ist aber auch nicht dafür gemacht, es roh zu essen. Das ist so ein bisschen säuerlich. Das hat so eine leicht fruchtige Note, probier mal. Na gut. Gruppenzwang. Für die Wissenschaft. Von einer Person. Alles klar, Chef. Ein bisschen pappig, ganz leicht fruchtig. Oh. Ich hatte es schlimmer erwartet. Dann wollen wir nochmal das Pulled Pork verkosten. Pur. Pappig, ja. Mhm. Ja, ist nicht dafür gemacht. Süß, ja. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das ist so meine Erinnerung an so Sojaprodukte, dass dieser leicht pappige Grundgeschmack auch manchmal noch durchschlägt bis zum finalen Produkt. Wo man dann sagen würde, okay, das ist für manche Sachen gut geeignet. So vielleicht für so eine asiatische Reispfanne, wo man eh vielleicht noch ein bisschen Soja und Gewürz, so ein bisschen Bratpfanne, da passt das besser rein, als wenn man jetzt sagt, ich möchte mir ein feines Zürcher Geschnetzeltes machen. Denk ruhig drüber nach, über diese schlauen Worte von mir, bevor du antwortest. Ich versuche noch, den Geschmack irgendwie einzuordnen. Das ist jetzt natürlich auch noch nicht so viel gewürzt. Ich glaube, das Pulled Pork wird wahrscheinlich mehr gewürzt sein. Das ist auch ja schon nach Paprika. Deutlich intensiver. Aber das erwartet man ja auch. Für den Preis. Das kann man auf jeden Fall purer einfach so wegsnacken. Besser. Ob man es muss, ist eine andere Findest Frage. Du? Als das hier? Ja. Finde ich schon. Also ich finde dadurch diese Paprika und diese Gewürze schmeckt das wesentlich, ich will nicht chemischer sagen, aber künstlicher. So, bei dem anderen ist halt so, okay, das ist halt so Soja-Basis. Das geht halt so weg. Das hier, das ist so, durch das Gewürz würde ich mir das niemals so reinziehen. Ja, das ist ja auch jetzt nur für den Fall, wenn man mal wieder für den Fall, faul aber ich will, ist, in die Küche zu gehen. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde, welche Packung ich mir davon neben dem Fernseher stelle und so gemütlich wegsnacke, weil ich keinen Bock habe, in die Küche zu gehen,
würde ich auf das Mühlengeschnetzelte gehen. Das hier, das ist... Ja, okay, aber du brauchst auch einmal Richtung. Die Woche den Biomüll, um zu gucken, ob da noch was Gutes drin ist, oder? Also... Nein, tut er natürlich nicht. Ist schon okay. Ist schon tut er nicht. Das hat er auch überhaupt nicht nötig, weil er finanziell so gut gestellt ist hier bei uns. Das ist ja völlig. Weil du immer so viel übrig lässt, dann esse ich da auch immer. So, ich mache hier mal einfach, ich fette hier mal eben kurz alles raus. Warte mal. So. Der neue Faul wird fit, Colin, legt natürlich ein bisschen Saugi-Krepppapier drunter. Das Fett aufzusaugen. Sehr gut. Das Fett so ein bisschen, ne? Der alte Colin hätte das nicht gemacht. Es geht aber auch nur mit mir noch einen Nachschlag. Fett ist ja auch immer ein Geschmacksträger Nummer 1. Ja, klar. Wiederhole es immer wieder gerne. Ja, aber wir wollen ja nicht von dem, was das Produkt von selbst mitbringt, ablenken. Ne? Man muss mit der Küchenrolle da aber auch immer aufpassen. Es geht auch nur mit guter Küchenrolle, sonst bleibt halt irgendwie das noch am Fleisch hängen. Das hatte ich auch zu häufig, bis ich dann irgendwann mal auf gute Küchenrolle umgestiegen bin. So, ich will sagen, schneck dir doch mal hier so ein. So, das ist jetzt Pulled Pork. Das ist jetzt Pulled Pork. Jetzt bin ich sehr gespannt. Also optisch für mich mit Pulled Pork nichts zu tun. Aber das ist nicht schlimm, denn der Geschmack und dem Mund ist egal, wie es aussieht, ne? Hat mal ein weiser Mann gesagt. Colin Gäbel hieß. Okay. Mhm. Was das heißt, der Boy? Oh, ich glaube, ich habe sehr gut durchgebraten. Mhm. Zu gut durchgebraten. Könnte sein. Also, der Mund hat zu tun. Einerseits, weil es gut durchgebraten ist. Mhm. Aber auch, weil das Ganze schon sehr von Haus aus sehr faserig angelegt ist, möchte ich mal behaupten. Also ich muss sagen, ich schmecke da weder richtig Pulled Pork-Geschmack raus, noch irgendwas, was ich irgendwie erwartet hätte. Nee. Also, es ist erstmal leicht süßlich. Das soll vielleicht so eine Barbecue-Anmutung oder so haben. Am Ende bleibt aber dieses Paprika-Aroma bleibt noch leicht vorhanden am Schluss, bis zum letzten Biss. Aber es mischt sich halt mit so einem gewissen Papa-Aroma irgendwie, ne? Pullt es sich denn? Wie soll ich das denn pullen? Ja. Aua! Vorsicht, heiß. Also, ja, genug gepullt. Pull doch hier selber. Pull doch hier, komm. Hier, komm, pull die Scheiße oder der Regie zurecht, Paul hier. Paul der Puller. Puller Paul. So. Puller Paul. Also, nee, danke. Nein, Paul, sorry, du bist ja gar nicht Puller. Doch. Ab jetzt Puller Paul. Auf jetzt und immer da. Nee, aber ich finde auch, also Pappe ist da. Mhm. Pappe bleibt im Mund. Mhm. Ich schmecke weder richtig Paprika noch nachher, noch irgendwie schmeckt es nach Pork. Mhm. Es lässt sich nicht pullen. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Hm. Preislich ja auch durchaus. Am höchsten. Am höchsten. Ist so ein bisschen also die Vorstellung von dem, was sein könnte, die haben sie in den Preis mit reingebaut. Weißt du? So, ist natürlich jetzt auch verdammt gut durch jetzt leider. Aber ich bin zu faul, das nochmal. Hm. Ist aber okay. Ja. Aber wie gesagt, ich finde das ja auch durchaus legitim, weil ich weiß es halt nicht. Wenn ich mir eben ein geschnetzeltes machen würde, so ein klassisches mit einer schönen Sahne, Champignonsoße, ein bisschen Wein und bla, krieg ich wieder Bock aufs Mittagessen, wenn ich dabei bin, dann glaube ich, würde ich immer noch eher zum Fleisch gehen. Also zu Hühnchen oder Kalb oder Schwein. Ja, aber so für Salate oder sowas oder für eine asiatische Reispfanne ist das schon was anderes. Da, wo das halt ich finde, da, wo der Eigengeschmack des Fleisches gar nicht so wichtig ist, kann man halt umsteigen. Ja. Und das ist, ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, habe ich auch gedacht, ich könnte mir nie vorstellen, Vegetarier zu werden. Und das hat sich dann über die Zeit gegeben. Ich habe es dann irgendwann immer weiter runter reduziert und jetzt esse ich in Ausnahmefällen noch Fleisch, aber größtenteils vegetarisch. Und dann, wenn ich dann wirklich Bock auf Fleisch habe, hole ich mir dann halt auch richtig Fleisch. Das kann ich übrigens bezeugen. Zumindest während der Arbeitszeit hält er genau dieses Konzept durch. Es sieht aus wie schön kross angebratenes Putengeschnetzeltes. Mhm. Ein bisschen zu lang in der Pfanne gewesen. Also es war jetzt ein bisschen zu lang drin. Ich finde jetzt, das bricht dann bei echtem Fleisch, würde das noch ein bisschen besser auseinanderbrechen, diese braunen Stellen. Die bleiben jetzt schon mehr zusammenhängend und hat auch ein bisschen Pappe dabei. Also für mich ist das so, als ob der Lehrer dich in den Kartenraum schickt. Weiß nicht, ob du das noch kennst. So, schön alte Bücher. Ja, da geht einmal die Woche geht der Einschüler rein, um irgendwie die Landkarte von Äthiopien zu holen.
Aber sonst bleibt der Raum schön verschlossen. Und natürlich trockengelegt und alles, weil die Karten sollen ja nicht faulen. Gibt's heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber ich bin ja noch Generation Nachkrieg, wie wir alle übrigens. Nee. Also es ist zu lange drin, das will ich ihm zugute halten. Aber ob das was an dem Grundgeschmack ändern würde, finde ich nicht überzeugend. Es tut mir leid. Ja, überzeugend würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es, also ich fand, das Pulled Pork hat irgendwie versucht, was vorzugaukeln, was halt in keinster Weise funktioniert hat. Wohingegen das halt so einfach sagt, so ey, ich bin halt ungewürztes Hähnchen und nee. Okay, aber also ich schmeck's auch nicht raus, aber nee. Es hat auch keinen Anspruch irgendwie was das Eigenes halt, zu sein. Ich bin gewürztes Eigenes, ich sehe so aus, stehe auf der Packung, aber geschmacklich kann ich nicht halten, was ich euch nee, das spreche. Ist, ja. Würde ich jetzt als Ersatzprodukt für Fleisch, weil das ist ja eigentlich so die Maßgabe, mit der wir heute arbeiten. Ja, das stimmt. Wer nicht mag. Nee. Es ist nicht full bäh, aber es ist jetzt auch nicht, ja toll, hier, du merkst keinen Unterschied. Das glaube ich, wenn das da irgendwo liegt und jemand greift, wir können ja noch mal den versteckten Kameratest vielleicht bei Zeiten machen, das würde auffallen. Was auch auffällt, ist, dass bereits seit geraumer Zeit wir darauf hingewiesen werden, bitte Werbung zu machen. Sonst können wir nämlich solche Produkte auch gar nicht refinanzieren. Und deswegen schaut ihr die natürlich jetzt auch selbstverständlich sehr gerne, macht den Adblocker aus. Und wir sehen uns gleich wieder mit den nächsten Produkten auf der Frageskala, so gut wie das Fleischpendant oder nicht. Bis gleich. Zwischen einem Fall für einen Koteimer kann man sich auf den Zahn legen und Gaumenschmaus ist einiges schon dabei gewesen im Bereich der fleischlosen Produkte. Matthias und ich verkosten weiterhin. Wir haben einiges durch und jetzt treten gegeneinander an Sachen, die wir beide schon kennen. Richtig. Und Sachen, die ich nicht kenne, die aber was sein sollen, was jeder kennt, nämlich Hähnchennuggets. Hähnchennuggets. Eigentlich kann man, glaube ich, kann man da ja nicht viel falsch machen bei Hähnchennuggets. Aber nachdem sie das Hähnchengeschnetzelte von derselben Marke so verdödelt haben, bin ich mal gespannt, ob sie diese Nuggets hinkriegen. Das ist so ein bisschen, hat auch ein leicht, also je nachdem, was ich dir für eine Geschichte erzähle, könntest du sagen, oh, das liegt lecker würzig oder jemand hat den Biomüll offen stehen lassen. Nee, also. Doch, wenn ich jetzt sagen würde, boah, riecht, findest du nicht auch, dass das nach Biomüll riecht? Also Biomüll rieche ich da nicht durch. Das riecht für mich so ein bisschen so, ja gut, vielleicht bin ich auch anders sozialisiert worden. Aber so Gemüsebratlinge, sowas in die Richtung, diese Art von Gewürzen, die da mit drin sind. Was auch manche Leute in Frikadellen oder Fleisch reintun würden, was da nie reinpasst, aber was es da auch gibt. Also, aber so richtig Biomüll, also das wäre ja dann abgestanden säuerlich und das, finde ich, riechst du dann nicht raus. Nein. Ja. Ja, Entschuldigung, dass aber ich da so auf Details achte. Zwischen jemand hat ins Klo gekackt und fruchtige Blumenwiese, das sind echt, manchmal sind das so Nuancen. Je nachdem, welche Geschichte auf dem Beipackzettel steht, glaubst du das oder das? So, die Chicken Nuggets sehen ein bisschen aus, wie Chicken Nuggets gerne mal aussehen. Ich weiß, ich krieg die Formen nicht mehr auf dem, die haben ja spezielle Namen. Diese Formen, die beim Marktführer, was Chicken Nuggets angeht, also McDonald's, bekannt sind. Und das Runde, dieses leicht hier, dieses eckig, achtförmige fast schon. Und das mit dem Zipfel dran. Da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Formen, die auch offizielle Namen haben. Ach, und die hatten hier versucht, so ein bisschen vielleicht auch sogar zu imitieren. Das ist ein bisschen runder, hier ist ein bisschen mehr die 8, hier ist ein bisschen mehr. Ich mag am liebsten die 8, die kann man so schön in die Soßentöpfchen durch. Also die schließen seitlich, weil sie so ein bisschen eckig sind. Wunderbar mit den Rändern. Genau, da kann man richtig den Rest raus, raushebeln. Genau. Bei diesen Rundspitzdingern, da schwutzelt die Hälfte immer vorbei, sodass man in einem Moment, wo keiner guckt, immer so mit der Zunge einmal schnell durch das Resttöpfchen fahren muss. Habe ich schon mal Leute gesehen, die das machen. Ich natürlich nicht. So, wir packen einfach mal. Ja, schmeiß mal rein. Die Pfanne ist jetzt übrigens auf 4. Von 5. Damit es schneller geht, ne? Damit es schneller geht und auch ein bisschen befriedigendes Wurzelgeräusch hier. Das aber auch, ne? Ja. Ich war in der Tat bei diesen vegetarischen Klößchen, war ich ein bisschen überrascht, dass es eigentlich wirklich in der Pfanne gemacht werden muss. Oh, das ist aber hier, guck mal, das ist weil aber. Die mag ich. Den hat so halb erwischt. Das ist so das Märchen vom standhaften Fleischklößchen, weißt du? Das Märchen von Hans Christian Andersen mit dem armen Zinnsoldaten, bei dem es nicht mehr für das komplette Bein gereicht hat. Der wird von allen nicht geliebt, aber ganz am Schluss des Märchens, weißt du, da fliegt er mit der letzten Nudel, die gebrochen war, fliegt er zusammen in den Biomüll und dabei vermählen sie sich und feiern ein Happy End im Himmel, weil sie es verdient schon, haben. Hast auch schon so einen kleinen Fuß im Hals. Ne? Ja.
Sehr geiles Märchen, by the way. Aber gut. Oh, guck mal hier, das, guck dir das mal an. Du fängst doch gleich guck wieder an. Guck dir den Zipfel an. Der sieht aus, wenn du da ein Gesicht drauf malst. Hier der Slime das von Dragon Quest. Ja. Oing, oing. Das könnte auch guck das Poop-Emoji sein. An. Ja. Da habe ich aber die Spezialpackung hier gegriffen. Suggeriert einem auch wieder so ein bisschen, es ist handgeformt. Ach so, und ich glaube, bei denen tatsächlich, bei diesen Garden-Gourmet-Sachen, da meine ich mal gehört zu haben, dass sie halt zu einem Konzern gehören, der dafür bekannt ist, nicht unbedingt so nachhaltig zu arbeiten. Ach, ist das so? Ja. Dafür sind die preislich, aber meine ich auch ein bisschen höher, ne? Also Garden-Gourmet, müssen wir gleich mal gucken auf 100 Gramm, aber zumindest das Hack war ein bisschen teurer als seine Konkurrenten. Dann würde ich sagen, mauschen wir uns da mal einmal kurz durch. Beide Produkte. Was willst du machen? Klößchen? Ja. Karl und Klößchen. Die heißen nur vegetarische Klößchen. Vegetarische Klößchen von Garden Gourmet. Kosten. Moment. Wo ist der Taschenrechner? Das ist der Zollstock. Und das sind die Sprachmemos. Neben den Kontakten liegen sie. Was kommt wieder eine Rechnung, die hätte man noch im Kopf machen können. Ja. Nein, ich hab, das stimmt überhaupt nicht. Ich hab mich, weil ich so einen tollen, lustigen Song gerade gesungen habe, habe ich den Preis vergessen. Aber 2,70 Euro? Nee, 2,09 Euro. Ja, 2,70 Euro. Ja, gut. Machst du halt 1,35 raus, ne? Gut, Chef, sehr gut. Oh, klasse. Oh, du hast aber. Ich sehe eine gewisse Tendenz übrigens, was die Steiligkeit bei dir angeht. Ich muss ja. Es ist, ich habe ein bisschen zu groß hier angefangen, das muss ich dann. Aber ja. hier oben die Linie, die vorgegeben war, ist ja auch so runtergegangen. Also das ist. Das ist korrekt, aber du machst genau das Gegenteil. Du machst so einen Käsekeil, so einen Pizzaslice, weißt du? Ja, damit ich jetzt gleich wieder gerade anfangen kann. Da bin ich aber gespannt. Wann der. Gibt es da schon einen Termin für? Oder? Entschuldigung, oder? Handschrift ist bei mir halt nicht meine Stärke, okay? Das Gute auch ist, dass an der Tafel hier, hast du gesehen, wie ich hier hänge? Ja. So, okay, was nein, ist das Zweite? Ich finde es ganz toll, was du vegane Mühlennuggets, ne? Um dich zu motivieren. Vegane Mühlennuggets. Da haben wir 180 Gramm, das ist wieder komplett. Und 9 Stück, das wird natürlich, also wenn du zu dritt bist und jeder kriegt 3, dann ist es gut, aber wenn unmöglich. Du jetzt teilst, da würde ich übrigens empfehlen, wenn ihr kocht. Und euer Schatz wartet darauf, dass ihr ihm die Teller bringt. Ne? Bei solchen Zahlen macht das, was ich nie tun würde. Während ihr kocht, esst ja einfach schon eins, damit du dann mit den beiden dampfenden Tellern, die komplett gleichberechtigt in der Küche landen und damit eure Beziehung widerspiegeln und damit auch keinen Stress verursachen. So sollte man es vielleicht machen. Danke, Pullerfrau. Danke. So, was hatten wir hier? Ich habe schon wieder alles vergessen. Was war das nochmal? Du hast alles auf dem Schirm. Die veganen Nuggets. Okay, die kosten 2,39 Euro. Das habe ich schon wieder vergessen bei der Tasche. Das ist zum Kotzen. 2,33 geteilt durch 180 Gramm. Collins Beziehungstipps, Sachen verheimlichen, sagt Schattenpuschel im Chat. Ja, das ist, also, wir reden ja nicht über mich, wir reden über Freunde von mir. Und die Geschichten, die du mir so erzählst, von Freunden, die du von hast. Den Freunden der Freunde 1? 1,33. Ah, guck mal. Das ist relativ preisgünstig. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob die Panade eine schöne. Ja, das geht noch durch als lecker. Der Vorteil bei diesen vegetarischen Klößchen ist, die sind ja schon so braun. Ja. Da sieht man auch gar nicht, ob die. Ja, aber guck dir das doch mal an hier. Diese verkackte. Tarrington House Platte ist jetzt höher, als sie initial eingestellt war. Und guck dir das mal an, da blubbert nichts. Ist das Lämpchen an? Das ist, als ob das Fett einfach nur. Ja, das ist mir doch scheißegal. Ja, es ist an. Muss ich jetzt auf 5 hochdrehen, um mich dann gleich drüber zu ärgern? Dann spritzt dir ins Auge. Also, das wollen wir auch nicht. Nein, das wollen wir auf keinen Fall. So. Die kann man natürlich auch kalt essen. Ich meine, wir wissen so ein bisschen, wie sie schmecken. Und auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass sie. Die schmecken nicht wie Fleisch, nein. Aber sie schmecken gut. Die schmecken gut gewürzt und sind grundsätzlich vielseitig einsetzbar. Wie gesagt, so ein bisschen wie hier auch inspiriert mein Pesto-Rezept, so wie auf der Packung. Das kann man schon essen, das schmeckt. Deswegen steht immer Serviervorschlag, weil du das kochst genau. Das immer nach, ne? Das ist ja, genau. Ich sage, ab und zu nehme ich Vorschläge auch gerne mal an. Also ich, wie gesagt, wir essen die ja gerne kalt, da sind die gut. Aber dementsprechend erhoffe ich mir jetzt eigentlich, dass sie, wenn die heiß gemacht sind, noch einen Tacken geiler sind. Du hast sie aber schon mal heiß gegessen. Nö. Noch nie? Nö.
Meine Güte, das ist ja sensationell. Dann, also wie viele Premiere heute. So viele Fliegen gibt's gar nicht, die wir hier mit einer Klappe schlagen. Eigentlich habe ich mich auch nur deswegen freiwillig gemeldet heute. Ja. Komm, und weil so eine gratis Magenfüllung hat auch. Ne? Naja. Also bei meinem Gehalt spielt das natürlich keine Rolle. Gibt es bei uns Lamm in der Hauskantine. Dann ist gut, dass wir hier sind. Ja, das ist, bin ich auch so ein bisschen nicht so drauf. Sind es denn, nee, also das ist jetzt ein vegetarisches Produkt, ne? Yes. Soja, Eiweiß, Weizen sind beide vegetarisch, nicht vegan. Nee, die Mühlennuggets sind vegan. Vegane Mühlennuggets. Ah ja. Und das vegane, ja, das ist natürlich, vielleicht ist das aber will was nicht sagen. Aber eigentlich nicht, ach, guck mal, hier ist Ei drin. Zu viel? Vielleicht. Weißt du, das vegetarisch ist geil, aber veganer wird schon schwierig. Weil dann, das, dann fehlt alles, was es lecker macht. Derzeitige Top Vivera Hähnchenschnitzel war auch vegan. Das siehst du mal, da werde ich wieder mit meiner Vermutung eines Besseren belehrt. Deswegen, so einfach kann man das nicht sagen. Nee, das stimmt. Ja, und hier wird wahrscheinlich einfach nur bei den Klößchen Ei drin sein, um das ein bisschen zusammenzuhalten. Mhm. Und damit ist es dann schon direkt. Brauchst du aber auch nicht. Ich habe letztens Hackbällchen gemacht. Rote Beete. Und ich war total faul. Ich habe die wirklich, ich habe die nicht mal gewürzt, weil ich die einfach nur. Das ist sehr faul. Ja. Nicht gewürzt, keine Zwiebel, kein nix rein, sondern nur die Hackbällchen schön auf Miniform gebraten. Und die waren gut. Also da ist nichts auseinandergeäumelt, die waren stramm, die waren, hätte man spannender würzen können, ja. Aber ich war, wie du schon gesagt hast, sehr faul. Du hast dann nur diese Hackbällchen gegessen. Du hast, nee, also die habe ich mit einer Soße. Auf einen Haufen Fleisch, ungewürzt und ohne Zwiebel. Ich hau mir jetzt ein paar Bällchen rein. Ja, es könnte passieren. Tu nicht so, als ob dir das nicht passieren könnte. Ist nicht jeden Tag Geld für Buttergemüse da. Geschweige denn Kaisergemüse. Ja, 50 Cent, aber. Also mir wurde immer anerzogen, weil ich habe als Kind habe ich wirklich nur Fleisch gegessen. Mhm. Ich war immer der das Gemüse hatte ich keinen Bock drauf und Beilagen wollte ich alles nicht. Das Fleisch habe ich mir reingezogen und dann den Rest musste ich, dann wurde mir dann erzwungen, dass ich das auch esse. Deswegen hat mir meine Erziehung beigebracht, niemals nur Fleisch zu essen, sondern immer mit was dabei und ein ausgewogenes Mahl. Weil wahrscheinlich die Begründung war, Matthias, die Kuh soll im Magen ja nicht hungern. Und das war die Geschichte, die du lange geglaubt hast und die auch gar nicht so schlecht ist. Ne? Die ist gar nicht dumm. Ja. Die habe ich so noch nicht gehört, aber wissen wir, was du deinen Kindern demnächst erzählst. Ich werde das mal ausprobieren. Ich werde berichten, ob das funktioniert. Bei dem Nachbarskind. Meinem eigenen möchte ich das natürlich nicht antun. So, ach nee, die das können noch andere. Ein bisschen. Ja, die bisschen können noch, aber die Klößchen sind doch schon fast, oder? Ja, da sie ja eh durch sind. Also deswegen hier, die sind halt auch irgendwie. Sollen wir die mal jetzt schon nehmen? Also ich mag das natürlich. Ja, das ist nochmal umgedreht. Also bei Hackbällchen mag ich sehr gerne, wenn die eine gewisse so Frikadellen, ne? Mhm. Die müssen schon richtig scharf angebraten sein. Die dürfen auch so ein bisschen so eine harte Kruste haben. Ja. Wenn das nur so ein Blassmichel-Ding ist, wo man sagt, das ist aber durch. Ich sag, ja, aber es fehlt die Knusperkante. Dann. Aber bei denen natürlich nicht zwingend, weil wir wissen richtig, alle, ja, jeder, der schon mal in der Pommesbude Kupferspieße in Ippenbüren waren, die gibt's nicht mehr. Aber der das Pech hatte, 10 Minuten vor Ladenschluss sich da noch eine Bratwurst reinpfeifen zu wollen, der konnte sicher sein, dass er nur so eine olle Dampfzigarre noch bekommen hat. Weil die seit zwei Stunden, da denkt doch keiner drauf, noch eine frische Bratwurst zu machen. Nee, da wird der Eumel abverkauft, der da drauf liegt. So ist das. Ja, und da drin ist dann eigentlich nur noch so, wenn die so zwei Stunden erstmal schön liegt auf so einem Bratflächending, dann ist da drin noch so ein ganz, wie so eine Bleistiftmine, so ein Fleischfilm. Und der Rest ist nur so geschichtete Asche. Mm. Und das wird dann aber natürlich doch zum vollen Preis verkauft. So war das früher in Büren. Und wenn die frisch waren, waren die geil. Aber wenn du Pech hattest, so einen Zigarrenäumel zu bekommen, ah. Du bist aber auch so einer, der, wenn er in Pommesbuden reingeht, erstmal guckt, was im Hintergrund gerade frisch liegt. Oder? Und sich dann entscheidet, was zu kaufen. Manchmal, also so mache ich es dann. Also du gehst dann in die Pommesbude und siehst so, die Würstchen sehen so aus, als würden so ein paar Stunden liegen. Ah, der Dönerspieß scheint gerade frisch draufgemacht zu sein und danach dann entscheiden, was man dann isst. Genau. Auch beim Dönerspieß, da mag ich ja auch, das muss ja so ein bisschen Röstaromen, Knurzeligkeit haben. Wenn du dazu so Stoßzeiten in einen geilen Gyrosladen gehst, in Köln zum Beispiel, an gewissen Straßen mit dem Namen Pfeilergild drauf, dann kannst du halt das Pech haben, dann hast du diesen ganzen blassen Abrieb, weil das gerade voll bam, bam, bam. Ja. Also am besten kurz vor der Stoßzeit. Oder kurz danach, weil dann hast du wieder so eine schöne Knusperfläche. Ich habe das auch schon gemacht, auch in Köln, in einer gewissen Straße in der Nähe. Mhm. Da war mein Gyrosladen des Vertrauens. Lass mich raten, an der Vogelsanger Straße? Nee, Sobelrater Straße. An der Sobelrater? Direkt neben St. Peter. El Greco. Richtig. Ja, Hermes. Oh, ich habe schon 200 Mal, ich werde es heute zum 200. Sorry, zum 200. Unbedingt. Erzählen, dann bist du dran. Wenn ihr da, holt euch das Metaxa-Schnitzel. Das meinst du auch? Nein, das hast du mir schon ein paar Mal erzählt. Okay, das Metaxa-Schnitzel mit einer kleinen Portion Pommes und dem Bohnensalat. Nicht den Sahnebohnen, sondern den normalen. Das ist geil. Das ist Pommesbude par excellence. Kalorientechnisch vielleicht nicht ganz astrein,
Aber dezent. Scheiße, ist das lecker. Es wird Zeit für BTS, dass ich danach dann nach Köln fahren kann. Ich bestelle so, immer das El Greco. Das Gyros El Greco bei El Greco. Ist das auch so überbacken? Und mit Nö, das ist einfach nur Gyros mit Fritten, Tzatziki und Krautsalat. Findest also du der das Basic besser? Und das ist großartig. Ja, eigentlich schon. Okay. Aber da habe ich es auch schon gemacht, bin ich hingegangen und habe dann gesehen, da ist gerade abgerieben. Abgerieben? Ich nehme gern Gyros, aber lass es noch eine Runde drauf und mach's erst dann für mich ab. Also, ne, Stoßzeiten, ja. Dann hat er andere vorher bedient und ein Stück für mich draufgelassen und das abgemacht. Das war auch alt nicht. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Sehr gut. So, vegetarische Klößchen. Jetzt ist es Zeit für Nuggets und Klößchen. fand El Greco auch super. Also, die, sagen wir mal so, da gab es immer so eine Bedienung, die war nicht unbedingt für ihre Freundlichkeit bekannt. Ich glaube, die war herzensgut, ja. Aber auf den ersten Blick wirkte die so eher, als ob jeder Gast erstmal generell in die Schublade Feind reingeschoben wird. Ich hab, vielleicht weißt du, wen ich meine. Ich weiß, wen du meinst. Ich glaube, ihr habt den Laden auch gehört. ich habe 5 Jahre gegenüber gewohnt. Deswegen konnte ich dann immer schön verkatert sonntags einfach nur aus der Tür raus gegenüber und hab mir dann schön Gyros reingefahren. Geil. Das war immer sehr geil. Da waren wir ja fast Nachbarn mal. Ja. Hab ja auch mal deine Nähe. Aber lang ist's her. So, was wir jetzt essen, was wollen wir zuerst probieren? Nugget? Nugget. Okay. Komm. Sieht aber sehr gut aus. Sieht gut aus. Schöne Bräunung. Die sind gut. Auch hier schauen wir natürlich mal wieder ins Innenleben. Und auch das Innenleben sieht, wie wir dieses Live-Schaf ziehen, das finde ich geil. Das sieht aus wie wieder so zusammengefügtes Hähnchenfleisch, ne? Ja, Panade. Das ist diese Faserigkeit. Mhm. Ja. Hm? Ja, schieß los. Ja, Nuggets. Vom bisher. Vom bisher, so, ja, gut, Geschmack ist halt. Also, wenn ich jetzt Schnupfen hätte, würde ich auch sagen, ja, Nuggets. Ja, vom Geschmack her nicht ganz am Hähnchenfleisch. Ich finde aber auch bei den Nuggets ist ja irgendwie. Nuggets ist jetzt eigentlich kein Qualitätshähnchenfleisch. Mm. Also, man schmeckt raus, dass es kein Fleisch ist. Das würde, glaube ich, auch keinen, ne? Aber gerade Nuggets tunkst du natürlich auch viel, die Soße macht da viel, insofern die Textur. Ja. Und von der Panade her und sonst was, finde ich, ist es super nah dran, geht als solches durch. Ja. Wenn es pur ist, ist der Geschmack, schmeckst es raus, dass es kein echtes Hähnchen ist. Ja, ich glaube auch mit ein bisschen Soße am Schluss. Es hat nicht diesen pappigen, also es ist, wurde gut gelüftet, der Kartenraum, sagen wir mal so. Also, aber es kann seine Soja-Herkunft auch nicht komplett verbergen. Also es hat schon diesen typischen Endgeschmack, der bleibt. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Der Biss, die Stückigkeit mit Soße kombiniert, dann mag das ein Ersatz sein. Vor allem dann, wenn man vielleicht Schnupfen hat. Also dann ist das was, da kann man sagen, heute ist der Tag, wo ich dich leben lasse, Hühnchen. Ne? Auch wenn du schon längst tot bist und jemand anders dich isst. Aber du weißt so gedanklich, worauf ich hinaus. Gedanken. Ja. Ja, so ein bisschen gewisse Pappigkeit bleibt halt. Ja, würde ich mir aber, so, aber. Also da muss ich jetzt noch mal sagen, verglichen mit dem hier, was möglicherweise auch durch diese Knusperpanade, die besonders viel Fett aufnimmt, also sicherlich noch mal mehr Fett, als diese feinporige, das ist ja wie so Schleifpapier. Ne? So feines Schleifpapier. Und das ist halt eher wie so, also durch irgendwas, so poröser Stein am Meer, wo du hast deine Badelatschen vergessen und denkst, sind ja nur 50 Meter ins Wasser und kommst, schneidest du kannst nicht mehr 3 Wochen nicht mehr laufen. Also das ist schon. Da kannst du dich fast mit rasieren, sag ich mal. Ja, gut. Das sind aber auch Cornflakes eigentlich, ne? Die Knusperpanade. Aber das schmeckt mir einfach viel besser. Muss ich nachher noch mal gegen. Ja, doch, doch. Okay, Veggie-Klößchen, wir kennen sie. Wir kennen sie. Huh. Also Pappigkeit bleibt kaum übrig. Hat aber einen ganz anderen Geschmack. Komplett anders. Das ist wirklich die kann man jetzt nicht ansatzweise vergleichen, obwohl sie ja auch auf Sojabasis sind. Ja. Ne? Zum Beispiel mit dem Soja-Geschnetzelten. Also es sind einfach ganz andere Würzungen. Ja. Aber sie wollen natürlich auch, sie wollen halt sagen, ich bin ein leckeres gemischtes Hackklößchen. Wollen die wirklich sagen, dass es Hack ist? Weil es jetzt auch, also, es soll ja in die Richtung gehen, aber ich finde jetzt gar nicht, dass sie jedes Klößchen möchte doch am Ende des Tages sagen, es ist halt auch das Premium, Hack. Ne? Ja. Ja. Gibt es eigentlich Klößchen, die nicht aus Hack sind? Was wir gerade essen? Ja, ich meine jetzt aber, die sagen, ich komme ursprünglich aus dem Land des Hacks. Und dann ziehen die Söhne die Klopse
die Frikadellen, die whatever, was man also aus fein zerwolftem Fleisch in Rundform tendenziell. Ach, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich vermute. Ja, doch, es gibt natürlich auch vegetarische Grießknödel oder sowas. Oder, aber, ja. Aber die werden ja auch nicht als Klößchen verkauft. Ja, also kann man ausprobieren. Und ich habe auch schon mal andere von dem probiert, die, glaube ich, auf den ersten Blick ähnlich aussehen, mhm, von dieser Firma. Ja. Die schmecken nicht so geil. Ja. Die waren dann schon wieder ein bisschen mehr im Pappland zu Hause. Aber die sind, kann man essen. Also ich finde, die sind so eigentlich, zählen sie so halb zu Fleischersatzprodukten. Weil die, auch wie du schon sagst, die, also keiner würde glauben, dass das Fleisch ist. Ja. Das sind keine Frikadellen nachgemachte, sondern das sind halt die vegetarischen Klößchen. Mhm. Die schmecken gut. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Und so, wie gesagt, die auch kalt. Jetzt wird's spannend. Jetzt wollen wir nicht mal ins Land der Hackersatzprodukte eintauchen. Und wie gesagt, das hier ist Seitanhack. Was habe ich da? Was auf Weizenbasis? Genau, Seitan ist Weizenbasis. Also es hat nichts mit Öl, mit Soja zu tun, oder? Richtig. Oder was? Und das ist besser, schlechter, leckerer? I don't know. Ich habe es selber noch nicht probiert, deswegen bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich finde die riecht sehr säuerlich. Oh ja. Mhm. Mhm. Ist auf jeden Fall vorgewürzt, ne? Ist nicht neutral. Ja, richtig. Weil hier der Garden Gourmet Hack, Incredible Hack. Sie werden nie glauben, dass es Hack ist. Da haben sie sich ja wirklich Mühe gegeben, dass es aussieht wie Hack bei dem Incredible Hack. Hier ist er natürlich schon so. Das sieht einfach so gewolft aus. Aber es ist so ein bisschen Captain Mogel-Packung. Hat hier wieder seine Finger im Spiel. Entschuldigung. Ich meine, guckt euch diese Plastikschatulle mal an. Und wenn ich jetzt, guckt euch mal, wie viel Platz da drin ist, ne? Da hätte man jetzt, muss man einfach mal fairerweise sagen, hätte man ordentlich Müll auch einsparen können. Und je nachdem, wie es auch liegt, ne? Je nachdem. Gut, normalerweise wird es natürlich, es wird hier so gereicht und so liegt es im Supermarkt. Da hast du das Gefühl, boah, geil, voll geil Hack. Ich guck gar nicht, wie viel Gramm drin sind. Das ist ja eine große Packung. Wenn es aber so liegen würde, würde man sagen, wo ist das Hack? Wo ist das Hack? Und das finde ich schon, finde ich nicht so geil. Also das finde ich schon ein bisschen frech. Ich würde ja schon fast sagen, dass die 500 Gramm Packung Hack ist ja fast ähnlich groß. Ja, ja. Na, glaube, deswegen ist dann einfach 500, psychologisch, gehst du dann einfach davon aus, dass es genauso groß ist und irgendwie genauso viel drin ist. Und es sind auch nur 200 Gramm Hack. Also das ist jetzt auch nicht so, so viel. Gut, packen wir in Pfanne 1, packen wir jetzt mal hier was rein. Das ist aber auch wirklich nur Hack, ne? Das ist überhaupt nicht gewürzt, oder? Also es riecht sehr gewürzt. Oh ja. Ne? Steht auch extra noch roh drauf, ne? Ja. Aber ich bin nicht mal gespannt. Ich habe einmal irgendwie vor, das ist aber schon länger her, habe ich mal mit Sojahack gearbeitet, das ist einige Jahre her, für eine Bolognese. Weil mir irgendjemand sagte, ach, du merkst das eh nicht und das ist total toll und bla. Und das war nicht geil. Da muss ich sagen, das war. Ja, das ist auch nicht. Also ich finde aber, eine Bolognese lebt ja von dem Hackgeschmack. Da geht es ja sehr viel darum, dass das Fleisch auch durchschmeckst. Da ist das halt nicht eine Beilage. Oder wo es um Textur geht. Also ich hatte mit einem Freund, als ich noch in Köln gewohnt habe, einen Deal, der hat mir jedes Jahr zum Geburtstag, wenn ich eine Party gemacht habe, hat der mir einen Topf Chili geschenkt. Mm. Und dann gab es halt einen Topf Chili Sin Carne mit Tofu-Hack drin. Ja. Und da hat nie irgendjemand den Unterschied bemerkt. Ja, weil da geht es halt wirklich nur um die Textur, dass du da was drin hast, was sich so genauso bissfest ist. Und da konntest du Tofu halt super für nehmen. Da geht es halt nicht um den Geschmack vom Fleisch. Bei der Bolognese geht es ja wirklich nur um Tomate mit Fleisch. Mm. Großartig. Also ich glaube, da habe ich ja Bock auf Fleisch. Aber ich darf mir nicht vergessen, dass ich zwei köstliche Nicht-Fleischprodukte ja schon extrem wohlwollend in der ersten Runde hatte. So, willst du noch mal einmal vielleicht zur Tafel schreiben? Ja, ich weil du hast ja meinen Rücken noch mal an. Genau, die perfekte Symmetrie wolltest du ja noch. Und ich am Ende wird das herrlich aussehen. Ja. Was haben wir denn? Incredible Hack? Also, das Incredible Hack, hast du mir das geschickt? Ja. Das war auch Garden Gourmet, ne? Hm. Kalt schmecken die jetzt nicht schlechter. Die. Okay. So aus reiner Langeweile habe ich gerade noch mal zum Teller gegriffen. Nimm schon einen Eumel, wenn du willst. Von dem richtig leckeren. Mmh, schön nochmal in dem Fett gelegen. Mmh. Mmh. Schmeckt mir deswegen wahrscheinlich fast besser als warm. Nee. Wo war nochmal das Incredible Hack? Nicht auf der, das hast du nicht bei da gekauft, oder ist es da dabei? Ach nee, stimmt, das habe ich gestern da noch. Da habe ich die Quittung nicht dabei. Das waren 3,49 Euro die Packung. 3,49 Euro. Ich gehe gleich nochmal zum Hack. Die waren recht teuer, aber ist auch Sojabasis, ne? Moment, was jetzt? Das Incredible Hack. Ja.
Liegt also da das oben. Incredible Hack, das hier, ja? Ja. Hat 3,49 gekostet. Aus Soja-Eiweiß steht okay. drauf. 200 Gramm drin, Soja-Eiweiß und entsprechend 1,75 Euro. Das ist recht kostspielig. Ja, nur das Pulled Pork war teurer. Ja, das klingt auch fast wie so ein schöner Roman, ne? Ach, nur das Pulled Pork war teurer. Oder so ein guter Schlager auch. Das ist ein guter Albumname. Das ist ein für so Lebensmittelschlager. Nur das Pulled Pork war teurer. Nur das Pulled Pork. Das hat so eine gewisse Melancholie im Rückblick. Gibt so eine kleine Ballade, ja. Ja. Ich höre es, ich habe es schon im Ohr. Ich werde es wahrscheinlich die nächsten Tage im Büro häufiger hören. Insofern. und das andere war Seitan. Seitan. Da habe ich, glaube ich, auch keinen Preis. Den müsstest du entweder auch im Kopf haben. Den habe ich auch. Ne, da habe ich noch ein Foto gemacht. Muss ich gleich mal nachschauen. Wie heißt der Hersteller? Grüngold? Grüngold, ja. Grüngold. Ist beides drin grün, als Trigger für Öko, gesund, naturfreundlich, Gold als Grün-Silber wäre dann schon so, ja, wir sind ja ehrlich, für Gold reicht's noch nicht ganz, aber Silber ist ja auch schon gut. Was ich da ganz spannend fand, die haben verschiedene Arten von Hack. Also die haben irgendwie noch das aromatische Hack und das ist jetzt dann ganz noch ein extra proteiniges Hack für Sportler. Ach was. Das wäre ja für mich interessant. Deswegen, also da Seitan gibt es auch eine sehr große Auswahl. Mhm. Das waren zwei, wie viel ist da drin? Das ist Drecksplattenkonkurrenz hier. Also die rechte Platte gefällt mir deutlich besser. Guck mal, da sind aber 240 Gramm drin. Dann rechne doch mal bitte. Ja, ich mach schon, wenn du möchtest. Ja, ich muss mal den Preis nochmal nachschauen. 2,49 Euro. Mhm. Und das auf 240 Gramm. Mhm. Ja. 1,04 Euro. Aha, guck mal. Das ist aber gar nicht so billig. Habe ich gerade richtig gerechnet? Kann das denn sein? 2,49 hast du gesagt, ne? Ja, 2,49, aber es sind 240 Gramm drin, deswegen. Wie viel? 240 Gramm? Ja. Ich mach's nochmal. 1,04 Euro. Ja. Guck mal. Das ist aber überraschend. Es muss es natürlich auch. Vor allem bei der Packung hätte ich auch direkt gedacht, das ist so, ach, das ist doch bestimmt viel teurer. Ja. So ein Special-Ding. Komm, wir hauen noch ein paar Minuten extra raus, ne? Ja, komm. Ja, komm mal ein bisschen länger heute. Machen wir mal ein bisschen länger hier. Ausnahmsweise überziehen wir mal ein bisschen. Puller Paul macht's möglich. Danke, Puller Paul. Paul der Puller. Gut. Okay, ja, ich finde aber, das Seitan sieht auch nicht nach Hack aus. Nicht, immer noch nicht. Nee. Aber wenn es so schmeckt, ist es mir recht. Ich würde mich jetzt. Würde mich wundern. Für mich würde jetzt mal interessieren, ob man daraus jetzt schon einen geilen Bällchen formen kann. Das würde aber bedeuten, ich müsste mir die Hände waschen. Das würde bedeuten, ich müsste das Studio verlassen. Und das wollen wir. Das wird einfach zu viel Arbeit sein. Ey, diese Herdplatten, die machen mich doch wahnsinnig. Das ist doch nicht wahr. Vorhin hast du. Guck mal. So. Harrington House. Ich bin eurem Geheimnis auf die Spur gekommen. Ihr verkauft uns das hier als Kombi-Herdplatte, ja? Zwei Herdplatten für paralleles Arbeiten. In Wirklichkeit alternieren die Scheißplatten aber. Jetzt ist hier nämlich plötzlich der Brutzeltango angesagt und die feuert low. Das heißt, das Innenleben, die Technik kann sich nur konzentrieren auf eine von den Herdplatten und versucht das zu vermauscheln, indem die immer irgendwie wechseln. Ich habe hier nichts umgestellt. Hier war vorhin absolutes Schweigen im Hackgrab. Und hier war ordentlich Brutzeltango und ich wollte schon diese Seite verdammen dafür. In Wirklichkeit ist Hersteller Harrington House schuld, weil die da eine super krasse KI eingebaut haben. Aber das ist doch scheiße. Aber das kriegt halt nicht so kannst du doch nicht, kannst du hier nicht Nudeln kochen und dann da Bollo machen. Das ist doch scheiße. So, ja. Nee, sorry, das ist scheiße. Harrington House, ey, Leute. Meine Güte, ey. Und das ist auch krass. Kaum habe ich die geilen Mikrowellen von der Community geschenkt. Vielen Dank nochmal. Und auch Gino. Ja. Die werden auch noch offiziell und eingeweiht und natürlich genutzt. Mache ich keine Produkte mehr mit Mikrowellen. Hat das eine Strategie? Oh, ich würde so gerne mal was mit einer Fritteuse machen, mit einem Gasgrill. Aber wir haben doch jetzt sogar eine neue Fritteuse, habe ich gehört. Vielleicht ist das ja auch ein Feature. Weißt du, wechseln interaktives Kochvergnügen. Wechseln Sie die Herdplatten nach Bedarf. Das ist die Gamification. So, oh, das klingt gut. Ja. Das ist echt scheiße, ist das. So. Sollen wir jetzt mal, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier noch zu warten. Wie soll man denn dann Steak braten, wenn das plötzlich im Keller ist mit der Temperatur? So richtig traue ich dem Braten, aber noch nicht. Sehr gut, ich nutze die Gelegenheit, um einen Schluck Wasser zu nehmen. Also in dem Seitan ist auch Tomatenmark schon mit drin.
Ja, also genau, liest du auch mal vor, was wir da alles zu erwarten haben. Also im Seitan ist 74% Seitan, Wasser und Weizeneiweiß. Dann Tomatenmark, Rapsöl, Sojasauce, Dinkelvorkornmehl, Gewürze und Salz. Ja. Ja, mit 3 Esslöffeln Öl in Pfanne erhitzen, Hack unterwenden, 4 bis 5 Minuten braten. Ja, das ist also aber auch durch. Ich weiß jetzt nicht, natürlich, es kann natürlich sein, dass bei dem Timing die Freunde von Harrington House so eine ganz spezielle Interpretation von Zeitangaben haben. Das kann ja sein. Wir sollten ihm eine Probe zuschicken, Harrington House, ja, und sagen, hier, probieren Sie mal und sagen Sie uns, ob das jetzt gut durch ist. Aber das sieht wirklich, das kann man doch. Also das ist so eine Mischung aus Röstzwiebeln. Ja. Das ist so Gemüsebratling-Basis. Nicht in der besten Art und Weise. Bin sehr gespannt. Okay. Ist das denn jetzt so der neueste Hit oder der älteste Hit irgendwie in diesem ich kenne es nicht, Seitan sagt mir ab jetzt was namentlich, aber... Also ich habe Seitan ein paar Mal gehört, aber auch jetzt nie so oft. Ja. Ich glaube, das gibt es schon länger. Aber dieses Regal, wo dann diese Packungen stehen, die ja alles aus Seitan sind, habe ich immer links liegen gelassen. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, das mal auszuprobieren. Ah, ich habe noch die Radiowerbung im Ohr. Seitanbacher. Also, halben Weg ist ja verkackt. Ja, ja, das ist, ich glaube, es ist aber angekommen. Das ist auch gut für deine Verdauung. Siehst, hast probiert, es hat funktioniert. Ja, Seitanbacher. Öle. Na gut. Das tut auch dir gut. So. Der andere Eumel. Mann, ist das eine nervige Scheiße hier. Wirklich, das ist einfach, wenn man als streng wissenschaftlicher, nach hohen Standards arbeitender Mensch, wenn dir den ganzen Tag Elektroknüppel zwischen die Beine geworfen werden. Das ist doch einfach scheiße. Darf man sich da beklagen? Ja. Muss man sich beklagen? Ja, man sollte sich sogar beklagen. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Besser als erwartet. Ich war vom ersten Geschmack total überrascht gerade. Ja. Also nichts knorpelig, wie oft. Ist natürlich mega bröselig. Es ist auch sehr bröselig angebraten. Ich gebe zu. Das ist so ein bisschen, weißt du, Hack, was ein bisschen zu lange in der Pfanne ist. Du hast schon eigentlich gegessen, aber es ist noch ein Rest und du sagst, komm, ich schnabuliere das nochmal so weg. Mhm, genau. Also es ist natürlich wesentlich bröseliger. Ein bisschen, ich will nicht sagen gummihaftiger. Also, aber es ist so ein bisschen, also wenn ich jetzt an Hack denke, so irgendwie, wenn ich jetzt so ein bisschen Hack probiere. Es hat eine ganz leichte Schärfe auch, ne? Ja. Also ist auf jeden Fall schon gewürzt. Das ist jetzt halt nicht nur einfach rohes Hack, sondern du hast ja ein bisschen Würze schon mit drin, mit dem Tomatenmark alleine auch. Aber es ist jetzt nicht. Ich sag mal, im Quatsch. Im Personalausweis steht nicht Scheiße drin, als Herr von Zylan. Und auch nicht als aktueller Wohnort. Nee. Das ist nicht so schlecht. Nö, das kann man, also ich weiß, in dieser Kategorie der Fleischprodukte, die man mit irgendwas anderem zusammen isst, in Kombination, ist das vollkommen... Ja. Legitim. Würde ich mich auch trauen, das in eine Bolle zu packen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist eben am Schluss nicht mehr dieses Altpapiercontainer-Aroma drin. Das, ja, stimmt. Was anscheinend ja dem Soja so innewohnt, das ist hier einfach nicht vorhanden. Das war nicht schlecht. Ich bin auch positiv überrascht. Und darf ich jetzt noch mal ganz kurz, ich will jetzt nicht immer auf Harrington House rumreiten, aber wir gehen gemeinsam, wir machen die Reise zur, hier steht immer noch auf 4. Von 5. Hört ihr was? Ja. Weißt du, was das ist für ein Sound? Das ist der Sound von Enttäuschung. Das ist doch scheiße. Jetzt guck mal, jetzt muss das Hack drunter leiden. Jetzt glaubst du nicht mehr, ist das jetzt hier. Vielleicht ist es auch eine Sicherheitsabschaltung. Vielleicht kriegt es auch einfach nicht genug Strom und es liegt auch in so einem Steckdosen. Also ich kann auf jeden Fall, ich kann sagen, es hat eben alterniert. Ich schalte sie jetzt mal aus. Weil die ist nämlich auch nur, also ich würde meine Hand nicht drauflegen. Aber es ich werde es auch nicht tun, selbst wenn du mich bittest. Sorry. War ja nur eine Idee. Ja, du und deine Ideen. Regie könnt ihr mal gucken, der Chat aktualisiert sich nicht mehr. Ah, guck mal, es geht alles, vielleicht ist auch das komplette. Ja, alles abgestürzt. Ey, wer weiß, wo die Leute von Harrington House überall ihre Finger im Spiel haben.
Ich habe sie noch so gelobt eingangs. Ah, das ist echt, das ist überrascht mich. Ey, es kann doch nicht sein, wir wollen gleich ein Steak braten und die Herdplatten sind tot. Stecker ist aber noch drin. Ja, hier ist auch eine Kontrollleuchte. Ja gut, dann muss ja eigentlich, aber. So. Es riecht ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel vom Geruch alte Pfanne ist, aber. Komm, wir können, so ein paar, wir können auch mal aus der Pfanne hier ein bisschen schnabulieren. Ja, mit den Metallgabeln. Ja, den Schnabel hätte ich auch genommen. Natürlich. Das ist genau den richtigen. Ah, okay. Also es sieht natürlich. Das riecht doch schon mal. Sieht aus wie Schweinehack. Das könnte auch so gewürztes Schweinemett sein, was man sich so brät. Oder gerade hier, ich kann den nur mal nehmen. Na, da sieht man noch so diese Fleischwolf-Würstchen. Mhm. Ich kann leider nicht so blumig umschreiben, wie du das mal kannst. Ach, hast du schon gemacht. Wie hast du denn ein Würstchen? Sehr kreativ, ich weiß. Boah. Ja, so ein wir essen es ja schon. Hm. Also nee. Das hat einen Geschmack. Würde ich jetzt sagen, das hat mit Essen gar nicht viel zu tun. Unglaublich, dass es Veggie ist. Komplett pflanzlich. Unglaublich, dass man es essen kann, würde ich draufschreiben. Also essen darf im Sinne von, es sind keine. Das finde ich nicht gut. Das hat auch so einen ganz komischen Nachgeschmack. Und Plastikgeschmack. Ja. Als ob ich zufälligerweise die Folie mitgebraten hätte. Das ist aber nicht abgelaufen oder so. Wo steht das denn? Ach, also, auf der Packung. Ich muss auch sagen, ne, diese Wurstigkeit, die du eben hervorgehoben hast, das sieht alles schön aus. Ja, eben wie gesagt, so schweinehackmäßig. Aber geschmacklich ist das jetzt. Also, das ist ein ganz. Ich kann es auch gerade ganz schlecht fassen. Das ist jetzt nicht irgendwie total überwürzt. Ja, absolut. Weil meine Assoziation ist tatsächlich noch am ehesten Plastik. So. Nee, ja, das ist ganz. Also. So was ganz Eigenes, irgendwie ja. Künstliches. Aber nicht die gute Art von künstlich. Nee. Aber auch die Konsistenz ist auch nicht geil. Also wenn man jetzt sagen würde, so Geschmack ist nicht so wichtig, weil es irgendwo anders drin ist, würde jetzt auch die Konsistenz und es ist so sehr klein, es ist noch nicht mal bröselig, sondern es ist so eben quetschig. Ja, so ein matschig-quatschig, ne? Ja. Ah. So gerade im Direktvergleich nach dem Seitanhack ist das ja wirklich. Ja. Ah. Nee. Nee? Nee. Irgendwas ist da, was nicht sein soll. Das erinnert mich an meinen letzten Reifenwechsel. Also. Da habe ich noch nie ans Essen gedacht. Ab jetzt immer. Unglaublich, dass es Veggie ist. Incredible. Ja. Nee, tut mir leid, ist nicht meins. Nee. Und es ist nicht abgelaufen, es war nicht geöffnet. Nein, alles safe. Es schmeckt irgendwie komisch. Gestern und nicht komisch gekauft. Und nicht das lustige komisch und auch nicht das interessante komisch, sondern einfach nur komisch. Im Sinne von weird, im Sinne von nee. Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen, oder zumindest ich. Ohne Kompromisse. Die Pfannen dampfen wieder. Harrington House erlaubt uns jetzt. Wir kommen zu einem Veggie-Steak. Jetzt wird es langsam aber richtig spannend hier. Weil da wird es so ein bisschen absurd. Ne? Du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt. So bestimmtes Fleisch oder so, oder wenn man irgendwie ein richtig geiles Stück. Oh, jetzt wird das richtig heiß. Ein Steak zum Beispiel. Das ist halt was. Guck mal, das sind so ein Pac-Man-Geister, ne? Inky und so Blinky. Haubenhäuser. Oder ist es klein? So. Ein so. Bleibt noch mal drauf. Bleibt bitte noch mal drauf. Jetzt passt nämlich mal auf. So. Da sagt man, oh. Und da sagt man, oh. Oh. Mama, ich habe wieder Brot in der Dose. Nein, es sind Veggie-Steaks. Wir haben noch Steak zu Hause. Ja. Das ist Steak zu Hause. Lass uns Steak essen gehen. Nee, wir haben noch Steak zu Hause. Also, ich weiß auch nicht. Steak ist auch wirklich das, was ich sage. Das ist eins der wenigen Dinge, die ich auch wirklich nicht vegetarisch haben möchte eigentlich. Jetzt können sie wieder, ne? Jetzt hat ja, man wieder auf würde ich auch sagen, deswegen, ja. Also wenn Steak, dann auch richtig Steak. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das in irgendeiner Form dann irgendwie rankommt. Also so ein Steak muss ja auch richtig scharf gebraten werden. Bevor wir gleich rübergehen, gib mir doch noch mal das, was wir aus dem Großmarkt haben, weil man es kaum oder selten im regulären Einzelhandel bekommt. Ne? Richtig, die Beyond Sausage heißt es. Beyond Sausage. Beyond ist ja wirklich auch ein großer Marktführer, möchte man sagen. Ne? Die Beyond Burger hört man ja immer wieder. Und Beyond das ist halt die Wurst davon. Wir haben auch Gott sei Dank hier in der Schanze haben wir auch einen Laden, der die als Beyond Currywurst anbietet.
Deswegen habe ich die ein, zweimal schon gegessen. Das ist jetzt die also tiefgekühlte Variante, die dann aus dem Tiefkühler kommt. Ich verstehe, dass man da jetzt nicht gleich sagt, wie viel Geld muss ich dafür ausgeben. Ich plündere mein Konto auf den ersten Blick. Ich meine, es sind ordentliche Prängel. Da steckt einiges drin. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das möchte man lieber als so statt jetzt als zubereitetes Produkt auf dem. Heiß. Ja, auf jeden Fall. Das ist roh, nicht unbedingt schön anzuschauen. Ja, okay, das ist ein bisschen Wasser wahrscheinlich vom das Tauwetter, was wir von Nasty Gratis mitbekommen haben. So. Beides so. Brett vor sich hin. Ich bin sehr, sehr gespannt. Guck mal, das sieht aus wie da ist jetzt wieder die Hitze. Da ist sie doch. Mein Fehler. Du musst da ist sie wieder da, aber zu viel. Harrington. Harrington. Harrington House habe ich noch nie gehört. Muss ich direkt mal googeln nachher. Und werden wir nicht verklagt von Harrington House. Aber gut, dann sollen sie uns neue Sachen schicken und dann probieren wir die gerne aus und dann gebe ich dem nochmal eine Zweitchance. Aber so, also. So. Wo sind die denn? Stören wir euer Gespräch eigentlich, wenn wir hier moderieren? Sorry, nein, das weiß ich. Das kann jetzt gemeiner, als es gemeint war. Ich konnte mich nur nicht auf das Brutzeln gerade konzentrieren. Hey, das ist aber auch irgendwie. Ja. Die Steaks haben Hauptzutaten Wasser, Sonnenblumenöl und Eiweiß. Also die scheinen nicht auf Sojabasis zu sein. Ach was. Und dann kommt Zwiebelmehl. Essig, Salz, Stärke, also es ist auch. Also Weizenkartoffel. 13% aus Weizen und Kartoffeln als Eiweiß. Sehr interessant. Das ist aber sehr interessant. Naja, gut. Sehr witzig. Sehr also es ist Weizeneiweiß, sag ich mal. Also, ja. Plus diverses. Ich finde das ja eigentlich auch geil, wenn so verschiedene Gemüsesachen da auch dann drin sind letztendlich. Mhm. Aber klar, zwischen einer Gemüsefrikadelle und einer Vegetarier-Frikadelle, die sagt, ich will Fleisch sein. Oder so ein bisschen da noch mit liebäugeln, zumindest mit dieser nicht vorhandenen Herkunft. Hast du den Preis von den Steaks gerade? Ich den, ja. Den kann ich den auch gerade? 200 Gramm, das macht es recht das müsste einfach leicht. Sein. Ich glaube, es war auch 2,99, aber. Steak vegan, 2,39, 1,20. Also. Aber da glaube ich nicht dran. Ich habe Steaks auch schon von anderen Herstellern gesehen. Ich bin gespannt. Wir machen direkt weiter mit den. Ah, nee, wir wissen nicht genau, was diese Beyond Meat-Geschichte kostet. Doch, ich habe gerade gegoogelt. Also, ja. Die gibt es halt im Metro. Preis waren es eben, also die gibt es im 10er-Pack und da waren es dann 32,09 €. Also insofern durch 10 sind wir bei 3,20 €. 3,21 €. Für 100 Gramm? Für 100 Gramm. Eine Wurst ist 100 Gramm. Ach so, das ist so. Ja genau, es ist ein 10er-Pack, okay. 10 Würstchen ist ein Kilo-Pack. Ja, ich glaube. So sagt es zumindest die Homepage. Ja, okay. Das ist natürlich relativ viel Geld. Also um genau zu sein, ist sogar ziemlich viel Geld. Ja. Aber es ist halt auch was Besonderes, ne? Hoffen wir. Hoffen wir. Aber sonst schmeckt es auch. Beyond, ne? Ja, Beyond, genau. Ja, die haben natürlich auf der Metro-Seite haben die das schön auf so einem Grill gegrillt mit den schönen Roststreifen drin. Ja, sieht so aus, als wäre es von der Imbissbude. Das habe ich gesagt, 3,21 €. Mhm. Die gibt es aber auch im 100er-Pack, dann wird es, glaube ich, günstiger. Ein 100er-Pack? Ja, bei der Metro, klar, Großmarkt. Ja, ja, schon, aber wird's wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Muss ja anbauen, um die lagern zu können. Ja. Für Großhau halt. Genau. Ja, ich bin nee, 5 Kilo Karton. Ich habe sehr große Erwartungen. Also im 50er-Pack gibt's die. Für 100 Euro. Okay. Ist aber auch immer noch. Also, es ist ein sehr selbstbewusster Preis, ne? Das muss man schon sagen. Auf jeden Fall. Wo natürlich die Erwartung dann auch gleich mit ist. Aber was ist nochmal, also was war in Beyond jetzt drin? Oder was das ist denn? Schau ich gerade. Also, was steht denn hier so? Ey, diese Zutaten: Erbsenproteinisolat. Ach, gut, das klingt jetzt wirklich erstmal nicht nach. Ja, Beyond, soweit ich weiß, macht ja Beyond das folgendermaßen: Die haben noch so eine Art auch pflanzliches Blut mitentwickelt. Ja. Weil das bei vielen Fleischersatzprodukten halt fehlt, dass du diesen Blutgeschmack noch vorgegaukelt bekommst. Und dadurch hat es halt mehr dieses Fleischliche. Blut, wer liebt das nicht? Gesagt. Und dadurch machen die vieles weg. Was habe ich gesagt? Erbsenproteinisolat. Das ist so ein schönes Wort, das schreibe ich auch. Ja. Also ich hoffe, das schmeckt so gut, wie es klingt. hast du schon wieder vergessen, ne? Ja. Erbseninsulin? Ja, Erbsenproteinisolat. Erbseninsulin. Okay, ja, hier kommt wieder ein bisschen Isolat. Eben war es zu heiß, jetzt ist
es ist wieder langsame Schmurgelparty angesagt. Also. Wie man es macht, macht man es. Tarrington House. Und Pflanzenblut schreibe ich mal auf. Pflanzenblut? Ja. Ich habe noch Platz unten. Haben Sie nicht irgendwas mit Erbsenproteinisolat und Pflanzenblut? Oh, da habe ich was für Sie vorbereitet. Nur echt mit Pflanzenblut. Aber das ist natürlich ein witziger. Also gut, die einen schreien wahrscheinlich im Chat: Leute, so, Frage natürlich, warum soll ich mir ein vegetarisches Steak braten? Ich hoffe, X-Schmuggelparty. Die Verzögerung ist auch schön zu sehen. Aber. Es ist so eine Grundsatzfrage, ne? Es ist eine, ja. Weil du, ist ja tatsächlich schon häufig so, dass man sich ein natürliches Produkt wie Fleisch, jetzt mal davon ausgehen, das ist schonend erzogen, ja, und nicht vollgestopft mit Dingen. Guck dir das aber noch mal an, wie das hier schon wieder runtergeht. Es ist zum Kotzen. Was soll die Scheiße denn? Das ist. Komm, wir essen das jetzt. Es wird nicht besser, glaube ich. Nein, und es ist auch lang genug drin. Lass mal an, also. Meine Fresse, ey. Das sieht aber auch in keinster Weise nach Steak aus, ne? Nee. Also, so stelle ich mir kein Steak vor. Ich kann es halt auch nicht ändern, Mensch. Ich passe jetzt schon auf, das hier ist mein Fehler gewesen. Oder um genau zu sein, der von Tarrington. War ein bisschen zu heiß. Ich werde jetzt um diese super knusper Krustenkanten drumherum schneiden, ja? Weil wir wollen ja nicht zu viel Röstaromen haben. So. Oh ja, schneidet sich wie ein klassisches Steak. Ja. Oh. Sieht das aus wie ein Steak? Das könnten jetzt auch, ehrlich gesagt, das könnten jetzt auch die billigen Discounter-Frikadellen sein. Ja. Ne? Ja, genau, dieses zusammengehäckselte, gepresste. Der Chat sagt, sieht aus wie Grillkäse, der zu lange auf dem Grill war. Ja, ja. Wenn es so schmeckt, dann wäre ich ja fast schon zufrieden. Aber ja. Abwarten. Ne? Ich habe ein bisschen Angst. Also mit Steak hat das überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist halt. Das ist wieder einfach hier so eine Press. Ich meine, ja, gut, wie soll es auch gewachsen sein? Aber ich meine auch schon vom. Es riecht auch wie die billig Frikadellen-Press-Wurzelscheiße. Ach, das ist ja. Also da hat die Zunge wenig Arbeit, ne? Da müssen wir an diesem Gaumendach zerreiben. Mm. Das hat auch wirklich. Also. Aber es steht schon Steaks drauf, ja. Ja, das ist doch Quatsch. Also, ja. Also es ist wirklich, abgesehen davon, dass es außen scharf angebraten ist und dadurch einen gewissen Widerstand leistet, ist es innen wie so eine breiige Masse. Und es ist einfach absoluter Quatsch, also da Steak drauf zu schreiben. Wenn da jetzt Hacksteak draufstehen würde, ja, okay. Dann könnte man ja noch mal drüber diskutieren, Herr Richter. Aber so. Nee, hier steht vegane Steaks, 2 Stück. Super. Aber mehr auch nicht. Sie halten sich komplett zurück. Ja. Finde ich jetzt nicht so geil. Ja, also. Das schmeckt wirklich wie so von einer alten Frittenbude, die noch so alte Frikadellen irgendwo hinten hatte. Zusammengepresst, so in richtig schön altem Öl gemacht. Ja, das ist auch so laff und langweilig gewürzt irgendwie, ne? Ja, gar nichts. Nö, das ist eine Sache da. Ja. Und Steaks. Also das biete ich gleich gerne in der Firma an. Also, aber würde ich jetzt nicht mehr nach Hause nehmen. Nee. Nee. Ich lege das ja auch nochmal auf den Teller. Also, das ist, natürlich kann man es essen, aber für das, was es sein will, ist es weit weg von dem, was es sein könnte. Oh. Dankeschön. Nee, das ist wirklich nicht. Das ist, da haben sie aber gemogelt. Ich weiß auch nicht, für wen das gemacht ist. Also wer holt sich, also ja. Ja. Aber ich habe mindestens einen Mitbewerber beim Gang durch den Supermarkt gesehen, der ebenfalls auch Steaks angeboten Steaks hat. Anbietet, ja. Aber das ist wirklich Quatsch. Also wenn ich mir dann alle paar Monate mal wirklich was gönne, dann ist das halt ein Steak und dann will ich auch das Steak und dann will ich auch das Fleisch, ein gutes Bio im Steakhouse. Naja, sagen wir mal so, wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen mehr von der Faserigkeit, vom Bissgefühl, wenn das ein bisschen mehr in Richtung Steak ginge, dann könnte man ja sagen, naja gut, der Geschmack des Geschnetzelten beispielsweise, der ist jetzt ja auch nicht wirklich wie Geschnetzeltes, aber so die Anmutung im Mund gaukelt dir das eben vor.
Und dann würde ich ja noch sagen, okay, da haben sie jetzt wieder was gefunden, was ein anderes Fleischprodukt imitieren möchte, ohne dass es direkt so schmecken muss. Aber hier kommen viele Sachen zusammen, die keinen Sinn ergeben, weil, wie du schon sagtest, ein Steak, das ist so ein, das ist ja so Fleischgenuss in Purhaftigkeit. Ja. Also es gibt ja wenig Fleischprodukte, also in meinem Konsum zumindest, die weniger Zusatzliebe brauchen. Außer gut zubereitet zu sein und möglichst natürlich auf dem Teller zu landen. Als ein Steak. Und das ist dann einfach Quatsch, wenn man es weder von der Gaumenhaftigkeit her imitieren kann, noch vom Geschmack, von allem. Dann steht da einfach nur Steak drauf. Ich glaube, man versucht kurz auf der Welle mitzureiten, die Erstkäufer abzufischen und dann kalkuliert schon ein, dass das Produkt in 3 Monaten nicht mehr im Markt ist. Ja. So schätze ich das ein. Weil man kann es ja mal probieren. Das heißt, kommt dann veganer probieren. Hummer oder so. Das ist aber so vegetarischen Fischersatzprodukte habe ich auch noch nicht gesehen. Komm mal, wir das hier? Das ist so ein bisschen unseriös hier. Da hat sich so ein Special Effects. Ja, kannst du sehen. Kriegen wir das angehoben? Da seht ihr das da unten? Da hat sich was wie so ein Freddy Krüger Maskensegment hat sich da jetzt beim Rollen hier. ja, so eine Glibberumschichtung, ne? Als ob man die noch aus Plastikfolie hätte nehmen müssen, die wir vergessen haben. Was war das denn Komisches? Egal, wir braten es einfach tot. Ja, wir braten es tot. Also das ist definitiv nichts, was ich auch roh so essen würde. Wie lange müssten wir das denn überhaupt jetzt hier braten? Boah. Ist das jetzt eigentlich schon fertig? Also hier steht auch, ne, 6 Minuten grillen. Ja. Häufig wenden, nicht überhitzen. Also ich sag mal, ein von 3 Hinweisen haben wir umgesetzt. Die Würste sind fertig, wenn die Innentemperatur 74 Grad Celsius erreicht hat. Das ist schon wieder geil, ne? Das ist wirklich so, sorry, wir sind teuer und der Beipackzettel, wir geben unsere Produkte nicht an jeden raus. Was? Aber ich dachte da, nein, Sie müssen erst einen Weiterbildungskurs machen. Das ist so ein bisschen, wenn du bei Vorwerken einen Staubsauger kaufen möchtest. Den kannst du auch nicht einfach so kaufen. Nein, da musst du erst eingewiesen werden in diese fantastische Welt. Weil bist du schon ready für Beyond? Bist du schon Beyond? Das ist die Frage, die man stellen sollte, wenn man Marketing-Slot. Das ist aber auch. Bist du Beyond? Bist du Beyond? Ja. Bist du Nein, schon Beyond? Ich bin es noch. Ach, der ist noch nicht. Ich hab Beyond. Nur vorgegeben, Beyond zu sein. Aber das ist auch für Kundenbeschwerden, ne? Eure Wurst schmeckt ja überhaupt nicht. Ja, aber haben sie darauf geachtet, dass wirklich 74 Grad hatte? Ja, nee, das habe ich nicht. Ja, dann, Stand also da dabei. Können wir leider nicht für Garantie Stand übernehmen. Stand dabei. Leider nicht. Ja, komm, aber da ist ja, okay, vielleicht ist das Zeichen, dass es fertig ist, wenn die Beschichtung sich ablöst. Nicht, dass es aus der Pfanne lernt. Es ist jetzt aber auch ein bisschen, wir hatten es natürlich tiefgekühlt. Ja. Ich weiß nicht, wie das verfälscht. Ja, man soll sie auch grillen und nicht braten mit einem Terrington. Mit einem Terrington Multiflex. Ja, komm, wir probieren das. Ja, wir probieren das jetzt mal, das wird gut. So. Also sieht auch so ein bisschen natürlich, ja, es hat so ein bisschen gelblich, ein bisschen angeröstet. Man sieht ja hier schon so eine leichte, also das finde ich eigentlich schon ganz faszinierend. Dieser Seitling, ne, von der Bratwurst, von der normalen, in dem das Fleischbrett gefasst wird. Das sieht man hier schon so ein bisschen, wie so eine ältere, faltige Haut. Hm? So ein bisschen, das ist schon so ein bisschen Bratwurst-Style. So volksfest. Willst du mal drüber lecken? Da haben wir neue Gifts. Besser nicht. Du willst sie doch auch essen. Ja, komm, wir machen. Da ist ja noch ein zweiter Johnny da. Na, gut, der Pfanne. Okay, ich schneide sie mal durch. Ja. Sie riecht unauffällig. Also wenn ich jetzt die Beyond Currywurst zum Vorbild nehme, ist da auch ähnlich. Naja, lass es erstmal probieren. Beyond Currywurst? Es ist ja quasi. Ja, bei uns in der Schanze gibt es die Beyond-Wurst halt mit Currysoße, also Beyond Currywurst. Okay, die vermogelt natürlich auch vieles dann. Ne? Dann hast du wieder die Currysoße deswegen. Ja. Okay. Lass es erstmal so probieren. Jetzt bin ich gespannt. Das ist sozusagen das kostspieligste Highlight. Das sieht schon wurstbrätartig aus. Ja. Und es ist definitiv auch so, das habe ich gerade beim Stechtest mit der Gabel nochmal gespürt. Du hast so einen typischen Widerstand, den so ein Seitling bietet, je nachdem, wie dicht der ist. Da ist schon viel Wurst mit im Spiel, im Drumherum. Es hat auch so ein bisschen noch nicht einfach diese klassische weiße Färbung, sondern ich glaube, das ist halt wahrscheinlich dieses Pflanzenblut oder so, dass du ein bisschen rötliche Färbung da auch drin hast noch. Mhm. Wie gesagt, ein bisschen Plastikfolie. Es hat einen gewissen Geruch auch von so einer Rostbratwurst. Ist ein bisschen so eine Nürnberger Rostbratwurst-Sitzung drin.
Ja, also es hat schon seinen Eigengeschmack. Ich glaube, das würde kaum einer auch für eine richtige Fleischbratwurst halten. Kommt drauf an. Also, was man festhalten kann. Ja. Es ist schon vom Mundgefühl her, von der Zungenrute und allem, ist das schon ein fleischiges Wurstgefühl. Was ja, im Mund genau. Wie wir bei den anderen gesagt haben. So, das ist vom Gefühl her, von der Konsistenz her, vom Abbeißen und wie es sich anfühlt, ist das schon Wurst. Nur beim Geschmack musst du halt so ein paar Abstriche machen, die dann meistens in der Soße runtergehen. Mhm. Aber ich sage dir, behaupte ich, mach da wie bei einer Nürnberger Rostbratwurst. Noch ein bisschen Grün rein, mach das klein und in dieser typischen Nürnberger Form, brat das durch und leg die einfach hin. Ich glaube, es würden die wenigsten anzweifeln. Höchstens die, die sagen, Moment, meine Wurst nur mit Knorpeln. Wo sind die? Die schönen, schönen Knorpel. Ja. Die hast du da halt nicht. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, das so als Currywurst oder eben tatsächlich, wenn du es mit Soße machst. Ja, noch so ein bisschen die Haut. Das sieht so wirklich aus wie so eine Plastikfolie gerade. Aber das ist jetzt schon Hightech, ne? Das muss man erstmal sagen. So durchscheinend. Aber ja, das ist Premium. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es mir tatsächlich 2 Euro pro Wurst wert wäre, weil dafür esse ich auch viel zu wenig Wurst. Also Bratwurst, das ist so. Aber was zurückbleibt, ist tendenziell eben nicht Pappe, also überhaupt keine Pappe, sondern eher die Sehnsucht nach mehr. Richtig, richtig. Und das ist ein sehr, sehr hohes Gütesiegel. Das ist quasi mit das Höchste, was wir hier vergeben können. Deswegen, ich würde mir auch, glaube ich, keinen 10er-Pack oder 50er-Pack oder wie groß der auch immer ist, für zu Hause kaufen. Da ist meine Gefriertruhe auch gar nicht groß genug. Mhm. Aber ich bin sehr froh, dass wir hier um die Ecke einen Laden haben, wo man dann auch mal hingehen kann. Und dann hast du da schöne Currywurst mit Fritten. Wenn das nächste Mal hingeht, sag mir Bescheid. Mach ich. Dann lehne ich nicht direkt ab, wie ich das bisher immer getan habe. Summa summarum, um nochmal zurückzukommen. Was ich mir kaufen würde, denn es soll ja so ein bisschen hier rumgehen, einfach mal in diese Welt reinzuspinksen und zu sagen, heute soll es mal kein Fleisch sein, aber ich habe Bock auf so eine Richtung oder auf so ein Kaugefühl, wie auch immer. Ich würde mir, wenn ich Geld hätte und Möglichkeiten hätte, auf jeden Fall die Beyond-Wurst mal kaufen. Ja. Was ich mir auf jeden Fall mal privat kaufen werde, sind die beiden Schnitzelvarianten. Ich fand das Gouda-Ding gut. Mhm. Ich fand das andere mit der Cornflakes-Panade auch richtig gut. Und dann würde ich vielleicht noch mal experimentieren mit dem Seitanhack. Mhm. Bei den anderen Sachen, und gut, die Fleischklößchen, die zählen nicht. Aber so die Nuggets, diese andere Hackvariante, das Pulled Pork und das Geschnetzelte, das war jetzt nicht so meins. Also bin ich bei dir. Ich finde auch, wenn so mehr die versuchen, irgendwas fancier zu machen oder irgendwas anspruchsvolleres, da klappt es halt nicht wirklich. Aber so die Basic-Sachen, so ein Schnitzel und diese kleinen Hackbällchen oder halt einfach nur das Seitanhack auch, die kann man auf jeden Fall machen. Ja. Und das ist doch ein fantastisches Urteil. Vielleicht hat es euch inspiriert. Wir können ja mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare dann auch in den nächsten Tagen. Mhm. Ob da ein ideologischer Kampf ausgefochten wird oder tatsächlich eine gewisse Nachvollziehbarkeit sich einstellt. Es gibt noch unfassbar viel mehr Produkte. Also man kann sicherlich auch mal in so einen Quervergleich innerhalb einer Produktgruppe gehen. Das lässt möglich mittlerweile einfach die reine Anzahl der Produkte zu. Und wenn der Bedarf besteht, bin ich natürlich auch gerne gewillt, sowas hier auch mal regelmäßig und in Individualbasis durchzutesten und nicht so einen groben Überblick zu machen. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, das war sehr spannend. Du hast vielleicht auch noch ein bisschen was gelernt. Ja, mein Passion, allein das Seitanhack ist Neues für mich gewesen insofern. Und ich weiß, dass ich mir nie wieder vegetarische Steaks kaufen werde. Und nie wieder zusagst, wenn ich frage, ob du nicht Gast sein möchtest. Ne? Nein, gibt ja gratis Mittagessen. Ja. Also vegetarische Steaks waren auf jeden Fall die größte Enttäuschung. Ja, das ging gar nicht. Ja, und mit diesen weisen Worten eines leicht übergewichtigen Moderators gebe ich zurück zur nächsten Sendung. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und in einer Monatsablauffrist sind wir wieder da mit der nächsten Ausgabe Löffeln aus der Gelle. Haut rein. Ciao, ciao. Hop, 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 hop.